Live aus der alten Lokhalle in Mainz. Die Wahl im SWR. Die Spitzenrunde mit Daniela Schick und Sascha Becker. Ja, einen schönen guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen zur Spitzenrunde vor der Bundestagswahl. Jeder sechste Wahlberechtigte ist noch unentschieden. Das ist eine ganz frische Zahl von heute Abend aus dem neuen ARD-Deutschland-Trend. Klingt vielleicht gar nicht so viel, jeder sechste, aber die Meinungsforscher sagen ganz eindeutig, da sind Verschiebungen möglich. Es kommt jetzt wirklich auf die letzten Meter an. Und wer weiß, in anderthalb Stunden sind wir vielleicht ein bisschen schlauer. So viel Zeit haben wir nämlich für Fragen an die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Rheinland-Pfalz, die heute Abend bei uns sind. Ja, und unsere Gäste möchten wir Ihnen jetzt als allererstes mal im Schnelldurchlauf vorstellen und Ihnen zeigen, wo Sie politisch stehen und was Ihnen privat wichtig ist, durchaus mit einem Augenzwinkern. Die Spitzenkandidatin der CDU ist aktuell Bundeslandwirtschaftsministerin und dabei viel Kritik gewohnt. Von Umweltschützern, Bauern. Immer zwischen den Fronten, immer mit einem Lächeln. Meistens jedenfalls. Ihr Herzensthema, bessere Verhältnisse auf dem Land. Und diese junge Dame, Ella, der heimliche Star auf dem Instagram-Profil ihrer Besitzerin, Julia Klöckner. Der SPD-Spitzenkandidat führt seine Landesliste zum ersten Mal an und schwärmt besonders für Dampfnudeln. Und ist ein großer Fan von Winston Churchill. Im Bundestag will er sich für den Industriestandort Deutschland einsetzen, war bisher aber eher bei den ganz harten Themen zu Hause. Verteidigung, Inneres, Geheimdienste. Sein Traum, irgendwann mal wieder zu einem Erstligaspiel fahren vom FCK. Ganz ohne Zweifel ein Mann mit Visionen. Thomas Hitschler. Für die AfD kandidiert der Jüngste in der Runde. 32 Jahre. Seit 2017 sitzt er im Parlament. Kritiker sagen über ihn, er sei ein Vertreter des rechtsextremen Flügels seiner Partei. Er selbst sagt, er wolle die Welt retten. Aber Deutschland zuerst. Als Politiker will er alle ausreisepflichtigen Ausländer in kürzester Zeit abschieben. Sein Lieblingsgetränk? Trockener Weißwein. Sebastian Münzenmeier. Die FDP schickt einen alten Hasen ins Rennen. Im Bundestag war er schon, sah damals nur etwas jünger aus. Sein größter Erfolg nach eigenen Angaben? Ein selbstgemachtes Schokoladensoufflé. Wirtschaftsminister war er aber auch mal. Aktuell ist er FDP-Generalsekretär. Sein Wahlkampfschwerpunkt? Freiheit. Und Bildungschancen für die Jungen. Auch wenn er seinen nächsten Tee am liebsten mit einer alten Dame genießen würde. Volker Wissing. Auch der linken Kandidat ist schon lange dabei. Für ihn ist es die fünfte Spitzenkandidatur für den Bundestag. Seine Vorbilder? Nelson Mandela und Hans-Peter Briegel. Eigentlich wollte er nämlich immer Fußballer werden. Im Bundestag will er gegen die Privatisierung von Krankenhäusern kämpfen und für mehr Pflegepersonal. Und teilt zumindest einen Traum mit den Kandidaten der SPD. Die Rückkehr des FCK in die Bundesliga. Alexander Ulrich. Für die Grünen tritt an eine Punkrock-Liebhaberin. Bei den Grünen ist sie schon, als die Mitglieder noch so aussahen. 1986. Seit 2009 ist sie im Bundestag, wirbt im Wahlkampf jetzt für ein besseres Klima, auch im gesellschaftlichen Sinne. Ganz im Sinne übrigens auch ihrer zwei Hobbys, Bergwandern und Tauchen. Ohne gute Luft geht da nämlich nichts. Tabea Rösner. Bevor wir in die ganz großen Themen einsteigen, also quasi zum Warmlaufen, die erste Runde, Frau Rösner, beim Bergwandern ganz hoch hinaus, beim Tauchen wieder ganz tief runter, übt man so das Auf und Ab wie in den Umfragewerten der Grünen? Ich liebe die Extreme, das ist wahr, aber wir sind stabil im Moment und ich bin zuversichtlich, dass wir auch noch ordentlich zulegen werden. Herr Wissing, Sie und die Queen, das wussten wir ja noch gar nicht. Warum haben Sie uns denn bisher Ihre royale Ader verschwiegen? Na, ich habe keine royale Ader, aber Sie haben gefragt, mit wem ich gerne Tee trinken würde. Und da bietet sich die Queen nun wirklich an. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Persönlichkeit, der ich noch nie persönlich begegnen durfte. Und das würde mich reizen.
Frau Klöckner, vor einem Jahr haben Sie mal eine Gassi-Pflicht ins Gespräch gebracht, wurde zumindest so berichtet. Eine Gassi-Pflicht, dass Hundebesitzer zweimal am Tag mit ihrem Hund raus müssen. Wie wäre denn das, wenn wir es uns vorstellen? Ella haben wir gerade kennengelernt im Film. Muss sie Hätte leider die denn überhaupt Zeit, so viel Gassi zu gehen? Nein. So viel, also erstmal muss ich Sie korrigieren. Auch der SWR hat es immer wiederholt, als hätte ich die gefordert. Ich habe die nie gefordert. Eine Gassi-Pflicht hat nur irgendjemand mal berichtet und hat eine abgeschrieben. Na, ich glaube, das waren auch andere. Spielt auch keine Rolle. Hundebesitzer wissen, wie sie mit ihren Hunden umgehen. Und ich muss Ihnen sagen, bin ganz dankbar, dass mein Mann sich sehr, sehr viel um Ella kümmert. Und wenn ich zu Hause bin, verwöhne ich den Hund meist. Herr Münzenmeier, Sie als Weißwein-Fan, es heißt ja, man soll nicht alleine trinken. Nach Ihren ersten 4 Jahren im Bundestag wollte dann auch mal jemand von einer anderen Fraktion mit Ihnen ein Gläschen Wein trinken gehen? Ja, definitiv. Das kommt immer mal wieder vor. Aber ich nenne jetzt keine Namen, sonst wären die betreffenden Kollegen wahrscheinlich in Schwierigkeiten. Von dem her, ich möchte hier keinen hängen. Aber das kommt vor. Und wenn keine Kameras dabei sind, dann tauscht man sich gepflegt aus, wie sich das gehört, unter anständigen Menschen. Herr Hitschler, was werden Sie zuerst erleben als FCK-Fan? Eine rot-grün-rote Bundesregierung oder dann doch das Erstligaspiel mit dem FCK? Ich kann Ihnen nur sagen, dass mein Herz am Anfang der Saison jetzt mal wieder gebrochen ist, weil ich gedacht habe, dass mit dieser neuen Mannschaft, bei der echt viele coole Spieler da geblieben sind, dass da ein bisschen mehr geht. Ich hoffe auf das Erstligaspiel so schnell als möglich. Und falls die Linken so die ein oder andere Ansicht ändern, es gibt ja da viele Politikfelder, wo wir überhaupt gar nicht zusammenkommen, ja, dann ist sowas auch irgendwann mal möglich, was ja auf Länderebene irgendwo geht. Reden wir vielleicht auch später noch drüber. Ja, Herr Ulrich, was den FCK angeht, da passen Sie ja schon mal mit Herrn Hitschler ganz gut zusammen. Koalitionsfrage, wie sehen Sie das? Wer Politik verändern will, muss auch regieren wollen. Und ich finde ja es gut, dass die SPD viele unserer Vorschläge auch jetzt plakatiert. Und wenn sie das wirklich umsetzen wollen, können sie nur Rot-Rot-Grün wagen. Wir als Linke wären dazu bereit. Und mit Herrn Hitschler kann ich wirklich sagen, wir sind im FCK-Fanclub des Deutschen Bundestags. Und wir hoffen, dass wir das auch in der neuen Periode wieder ein bisschen mehr in Schwung bringen. Vielen Dank für die erste kurze Runde, in der wir schon gemerkt haben, es muss politisch werden, es soll politisch werden. Also steigen wir auch ein in die großen Themen und beginnen mit der Frage, was lernen wir, was müssen wir lernen aus der Hochwasserkatastrophe? Es bricht alles ein. Lieber Gott im Himmel, lieber Gott im Himmel. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Die Flut kostet mehr als 130 Menschen ihr Leben, zerstört Häuser, Existenzen. Seit 2 Monaten laufen die Aufräumarbeiten. Jahre wird es dauern, bis die Schäden der Flut nicht mehr sichtbar sind. Wie konnte so eine Katastrophe passieren, mitten in Rheinland-Pfalz? Und wie soll das Leben weitergehen, in einem Hochwasserrisikogebiet? Wie kann man effektiv und verlässlich warnen, wenn es noch mal so etwas passieren sollte? Nicht nur das Ahrtal ist gefährdet. Experten rechnen überall mit immer mehr Starkregenereignissen. Vorsorge ist jetzt wichtiger denn je. Hat die Politik aus der Katastrophe gelernt? Eine solche Katastrophe bei uns in Rheinland-Pfalz. Was lernt die Politik daraus? Darüber wollen wir als erstes sprechen. Herr Hitschler, was ist denn Ihre zentrale Lehre aus dieser Katastrophe? Ja, wenn ich die Bilder sehe, erinnere ich mich erstmal nochmal dran, wie mein eigener Besuch dort vor Ort war. Und es ist alles noch sehr, sehr frisch und es ist wirklich schrecklich, was dort passiert ist. Andererseits bin ich sehr dankbar für die vielen 10.000 Helferinnen und Helfer, die aus ganz Deutschland tatsächlich gekommen sind, um zu unterstützen. Wir lernen daraus, dass wir moderne Techniken und Möglichkeiten künftig stärker nutzen müssen, um Menschen zu warnen vor solchen Katastrophen. Aber auch, dass wir als Bund stärker koordinieren müssen, wenn sowas passiert. Schnellere Reaktion, aber auch schnellere Unterstützung von Bundesseite. Gehen wir mal die einzelnen Punkte durch, die sich aufdrängen. Der Bund wurde angesprochen. Herr Wissing, eine andere Konsequenz, die diskutiert wird, ist eine verpflichtende Elementarschadenversicherung. SPD und Grüne wollen das zum Beispiel. Was ist Ihre Position? Muss es sowas geben? Also zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass wir technisch uns auf den Stand der Zeit bringen, um früher warnen zu können. Das ist das Wichtigste, Prävention. Was die Elementarschadenversicherung angeht, so hat die Justizministerkonferenz sich damit in der Vergangenheit schon befasst. Und ich finde es richtig, dass sie sich jetzt erneut mit diesem Thema befasst.
Und das unter den Eindrücken dessen, was jetzt hier passiert ist, dieser Katastrophe, noch einmal neu prüft. Die Elementarschadensversicherung ist keine einfache, rechtlich einfache Frage. Aber das, was wir jetzt hier erlebt haben, ist so extrem und die Betroffenheit der Menschen ist so hart im Einzelnen, dass wir das noch mal neu evaluieren müssen. Und das muss jetzt passieren. Frau Klöckner, viele haben den Vorschlag gemacht, dass es für den besseren Katastrophenschutz wieder mehr Sirenen geben muss. Bis Mitte der 90er Jahre war das Sache des Bundes, das ist dann zu den Kommunen gewandert. Werden Sie sich in Berlin dafür einsetzen, dass wieder der Bund sich um die Sirenen kümmern muss? Wissen Sie, am Ende wird es den Bürgerinnen und Bürgern, gerade die, die betroffen sind, egal sein, wer dafür zuständig ist. Es muss einfach funktionieren. Und ich bin gestern im Kreis Ahrweiler gewesen, ich bin sehr häufig jetzt dort gewesen. Es schnürt einem wirklich die Luft ab, wenn man mit den Menschen spricht, was sie erlebt haben dort. Und es wird darum gehen, dass wir daraus lernen, und das ist ja auch Ihre Frage. Und die Sirenen, das ist ein Aspekt, das kann nur ein Aspekt sein. Wir haben jetzt ein 88-Millionen-Euro-Programm für Sirenen aufgesetzt. Wichtig ist, dass die Sirenen funktionieren und gehört werden und dass Kinder und auch Ältere mit diesen Sirenensignalen auch etwas anfangen können. Sie müssen sich vorstellen, in der Nacht kam das Hochwasser. Und da helfen auch keine SMS oder Warnungen in der Nacht dann. Es muss gehört werden können. Aber es sind ja noch andere Punkte. Flächenversiegelung ist eine Fragestellung. Es ist die Frage, wie wird gebaut? Wie nahe kann man und sollte man am Fluss anbauen? Und diese ganzen Fragen, die werden jetzt erarbeitet. Ich bin sehr dankbar Horst Gies, dem stellvertretenden Landrat, dass er eine Zukunftskonferenz einberufen hat, um mit den Menschen vor Ort zu beschließen, zu entscheiden, wie die Zukunft aussieht und nicht über deren Köpfe hinweg. Und es muss klare Verantwortlichkeiten natürlich geben, gerade wenn zwei Kreise betroffen sind oder mehrere Kreise. Da kann man, glaube ich, nicht einer Kommune alles vor die Tür eben stellen. Da muss man ganz schnell, egal welche Ebene, zusammenarbeiten. Also ich wäre für einen Beauftragten auch gewesen, sehr direkt nach dieser Katastrophe. Da wurde zu lange auch hier in Rheinland-Pfalz gewartet. Schauen wir trotzdem noch mal gerade nach diesen verschiedenen Ebenen, auch beim Katastrophenschutz. Frau Rössner, Herr Hitschler hat eben auch angedeutet, wir müssen über Kompetenzen beim Bund sprechen. Frau Baerbock, Ihre Kanzlerkandidatin, hat sich da ähnlich geäußert. Was soll denn der Bund besser können als die Leute vor Ort? Krisenmanagement und die Erfahrungen, die wir jetzt aus dieser Katastrophe ziehen, dass wir die für andere Regionen auch umsetzen. Denn wir haben ja gesehen, es gab einige Schwierigkeiten bei der Benachrichtigung. Es wurde nicht ernst genommen, aber generell geht es natürlich darum, auch zu fragen, was können wir machen, um resilienter zu bauen beispielsweise und die Kommunen, die Städte, die Dörfer, die Gemeinden resilienter gegen Extremwetterereignisse zu machen. Denn wir werden zukünftig, ich hoffe es nicht, ich hoffe es bleibt ein einmaliges Ereignis, aber wir müssen uns darauf einstellen, die Klimakrise ist da. Aber Sie meinen damit nicht, Kompetenzen wirklich zum Bund zu ziehen? So war das nicht gemeint? Wir haben vorgeschlagen, eine Bund-Länder-Kommission, um genau diese Fragen, die auf Landesebene jetzt auch erörtert werden. Es gibt ja auch eine Aufklärung, es gibt eine Enquete-Kommission auf Landesebene. Und diese Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden, also das Ahrtal kann ja eine Modellregion werden, wie wir klimaangepasst auch bauen und uns resilient aufstellen für mögliche zukünftige Starkwetterereignisse. Zuständig für den Katastrophenschutz im Ahrtal war, Frau Klöckner, jedenfalls auch ein CDU-Landrat, Jürgen Föhler. Juristisch arbeitet das die Staatsanwaltschaft auf, aber politisch betrachtet, Frage an Sie als Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin. Herr Föhler hat dauerhafte Dienstunfähigkeit beantragt. Ist das den Menschen an der A zuzumuten oder müsste er aktiv zurücktreten? Also ich glaube, keiner von uns kann sich überhaupt reinversetzen in eine solche Nacht und eine solche Verantwortung. Und das wird aufgeklärt, das muss aufgeklärt werden. Und da spielt Parteibuch überhaupt keine Rolle. Menschenleben hat das gekostet, dieses Unwetter. Und wir müssen klar analysieren, warum sind welche Entscheidungsketten wie nicht gelaufen. Und ein Amtsarzt wird das entscheiden, übrigens Ihre Frage jetzt. Das haben wir hier nicht zu entscheiden. Das ist auch, glaube ich, gut so. Aber Ihre Einschätzung, müsste er zurücktreten? Nein, also nochmal, es wird ein Amtsarzt tun. Überlegen Sie mal, wir würden jetzt über Menschen urteilen,
die über eine Dienstunfähigkeitsbeantragung jetzt warten. Und wir würden mal kurz eine Einschätzung raushauen. Ich glaube, wir sollten auch die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit machen lassen. Es ist auch Aufgabe von Politik, sich da rauszuhalten. Aber klar ist auch, dass die Rolle der Landesregierung von Herrn Lewens auch aufgeklärt werden muss. Er ist der oberste Katastrophenschützer in Rheinland-Pfalz, war eine halbe Stunde etwa da und dann weg. Deshalb gibt es zu Recht auf Antrag der CDU auch einen Untersuchungsausschuss. Denn Grund oder Ziel muss eines sein, Lehren zu ziehen, dass so etwas nicht mehr passiert. Ich bin auch vielen Menschen begegnet, auch an der Mosel, bei zu vielen Gesprächen, die mir dann sagten, ganz ehrlich, wir haben es gar nicht glauben können, als plötzlich die Meldung kam, erst 3 Meter, dann 5 Meter, dann 6 Meter. Viele haben unten im Erdgeschoss die elektrischen Gerätschaften erstmal auf die Tische gestellt und dachten, das klappt. Also das sind auch Punkte, wo wir, nochmal, da kommen wir zum Warnsystem, aber da kommen wir auch dazu, wie können wir in so einer Situation Kommunen zur Seite stehen und sie nicht alleine lassen in so einer wirklich schwierigen, fatalen Situation. Es ging gerade um politische Verantwortung, Herr Hitschler. Frage an Sie als SPD-Mann. Welche Verantwortung trägt Innenminister Lewens? Wir hatten sowohl Herrn Lewens als auch Herrn Reul in der Sondersitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Und ich finde, dass Herr Seehofer als Bundesinnenminister etwas sehr Bemerkenswertes zu beiden gesagt hat. Nämlich, dass er beeindruckt ist, wie beide, sowohl in NRW als auch in Rheinland-Pfalz, ihre Rolle wahrgenommen haben. Ich glaube, Herr Seehofer kann das sehr gut beurteilen, nicht nur, weil er Bundesinnenminister ist, sondern weil er vorher auch Ministerpräsident in Bayern war und selbst die ein oder andere Katastrophe mitgemacht hat. Deshalb ist die entscheidende Frage, wie gehen wir mit den Lehren aus dieser Katastrophe um? Aber der Vorwurf ist ja auch, dass er möglicherweise an dem Abend zu früh weggefahren ist und sich nicht so eingebracht hat und sich jetzt auch nicht so richtig äußert dazu. Das sind ja Vorwürfe, die da sind. Ich habe den Landtag hier in Rheinland-Pfalz und die Äußerungen so verstanden, dass sie sich jetzt im Rahmen einer Enquete-Kommission oder eines Untersuchungsausschusses sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen werden. Ich kann Ihnen nur sagen, als Innenpolitiker und jemand, der viel mit dem Thema Katastrophenschutz auch zu tun hat, habe ich die Sitzung im Innenausschuss des Bundestages nicht nur sehr genau verfolgt, sondern fand die Antworten, die aus Nordrhein-Westfalen von Herrn Reul, aber auch von Herrn Lewens kamen, als sehr, sehr zutreffend und nachvollziehbar. Frau Rössner, es gibt auch Vorwürfe gegen Umweltministerin Anne Spiegel. Die CDU hat heute kritisiert, dass die Umweltministerin in Landtagsausschüssen ihre Berichtspflicht verweigert habe. Wie sieht es mit der Verantwortlichkeit von Anne Spiegel aus? Also, dass das jetzt skandalisiert wird, ist schon erstaunlich, denn es gab ein Einvernehmen mit der CDU, es von der Tagesordnung abzusetzen, weil es eben den Untersuchungsausschuss geben wird und weil es auch eine Enquete-Kommission geben soll. Die ist auch schon beschlossen worden und deshalb kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie der Vorwurf jetzt gemacht werden kann, wenn man sich vorher einvernehmlich dazu verständigt hat, dass man es jetzt nicht in dem Ausschuss heute behandelt. Wir wenden uns noch mal den Menschen im Ahrtal zu. Herr Ulrich, viele stellen sich die Frage, ob sie ihre Häuser wieder dort aufbauen können, wo sie vorher standen. Muss man dem einen oder anderen jetzt in der Situation klar sagen, dass sie ihre Heimat verlassen müssen, weil Bauen am Wasser einfach zu riskant ist? Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung. Bei der Corona-Krise wie auch jetzt bei diesem Hochwasser hat man gesehen, welche Verantwortlichkeiten bei den Kommunen sind. Und wir müssen ja feststellen, dass die Kommune als letzte Einheit in der Kette da große Verantwortlichkeiten hat, die jetzt am Landrat festgemacht werden, vielleicht auch beim Innenminister. Wir müssen aber auch sagen, in keinem Bundesland geht es den Kommunen so schlecht wie in Rheinland-Pfalz finanziell. Und oftmals ist auch der Katastrophenschutz viel zu dünn gesät mit Mitarbeitern. Und das muss auch eine Lehre sein dieser Krise, dass wir endlich wieder mehr Geld brauchen für einen starken Staat, der auf solche Krisen auch tatsächlich wirksam eingreifen kann. Und im Ahrtal ist es so, was Ihre Frage angeht. Natürlich müssen wir ja davon ausgehen, dass der Klimawandel menschgemacht ist, dass sich sowas auch wiederholen kann. Und man muss mit den Menschen dort vor Ort reden, ob es vielleicht auch sinnvoll sein kann, wenn ein Haus komplett zerstört ist. Macht es ja vielleicht auch Sinn, etwas anders zu bauen, in einer anderen Gegend zu bauen oder auch etwas höher zu bauen. Das muss vor Ort aber, glaube ich, mit jedem diskutiert werden. Und natürlich müssen die Bewohnerinnen und Bewohner auch mitmachen bei so einer Sache. Denn natürlich ist das auch elementar, wenn das ganze Hab und Gut erstmal verschwunden ist. Herr Münzen, das Stichwort Klimawandel ist gerade gefallen. Wenn Sie die Bilder aus der Eifel sehen, die Wassermassen, Sie waren sogar selbst dort, müssen Sie dann nicht auch sagen, es ist der Zeitpunkt erreicht, dass auch die AfD sagen muss, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun, wir müssen andere Klimapolitik machen?
Ich vermute, wir diskutieren ja gleich nochmal ausführlich über Klimapolitik. Lassen Sie mich vorwegschicken. Wir haben im Ahrtal zwei Dinge gesehen. Das eine war ein unglaubliches Naturereignis, eine Katastrophe. Ja, wenn man die Bilder sieht, ist man berührt. Das ist so. Und deswegen auch an dieser Stelle wirklich nochmal Dank an die Ehrenamtler, die sich dort Tag und Nacht einbringen und versuchen zu retten, was irgendwie zu retten ist. Und was wir als Zweites gesehen haben, ist ein massives Staatsversagen. Und wir haben es ja jetzt eben in der Runde gesehen. Man schiebt so den schwarzen Peter mal hin und her. War es der Innenminister, war es vielleicht doch die Bundesebene, war es nur der Landrat in der kleinsten, in der Kommune, ja, die finanziell mit Sicherheit am schlechtesten ausgestattet ist. Und deswegen muss man zuerst mal aufarbeiten, okay, wo ist denn dieses Staatsversagen gelaufen? Wieso wurde nicht gewarnt? Warum haben wir keine funktionierenden Sirenensysteme mehr? Wir schauen in die Zukunft, alles richtig, wir müssen das ändern. Aber wieso hat man es nicht geändert? Es war doch Zeit. Wir sehen aber auch, dass internationale Wissenschaftler sagen, auch solche Ereignisse werden in Zukunft häufiger vorkommen. Es ist der Klimawandel. Die Frage war, müssen Sie als AfD jetzt nicht auch sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir mehr dafür tun müssen? Ja, also was wir zum Beispiel seit langem schon fordern, ist ein Klimawandelfolgenanpassungsfonds. Sie sagen, wir müssten dem Klimawandel positiv begegnen. Wir leugnen den Klimawandel überhaupt nicht, sondern wir sagen, wir müssen als Menschheit, haben wir immer dann gepunktet, wenn wir technologieoffen uns auf Herausforderungen eingestellt haben. Und der Klimawandel ist eine Herausforderung, der müssen wir begegnen. Und deswegen glauben wir, dass zum Beispiel eine Möglichkeit ist, einen Klimawandelfolgenanpassungsfonds aufzusetzen, indem man sich beschäftigt mit Ereignissen, wie an der A zum Beispiel, wo man sagt, okay, was kann man dort tun, damit sowas nicht mehr passiert, dass nicht wieder so viele Menschenleben sterben. Ja, aber glauben Sie jetzt, dass es einen Klimawandel gibt und dass der menschengemacht ist, ja oder nein? Ich glaube, dass es einen Klimawandel gibt und dass er zu einem Teil menschengemacht ist und zu einem Teil natürlich. Und über die Gewichtung kann man diskutieren. Das macht die Wissenschaft, das macht die Forschung. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, wie hoch der Teil des menschengemachten Klimawandels ist. Aber dass es einen Klimawandel gibt, das ist Fakt. Das ist gut, das ist erstmal, dass wir das hören, denn wir haben keine Zeit mehr, uns darüber zu unterhalten, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht. Er ist da und jetzt geht es um den Instrumentenkasten. Frau Rössner, die Grünen, wenn Sie das hören, was Herr Münzenmaier gerade vorgetragen hat, was geht Ihnen durch den Kopf? Ich bin schon sehr erstaunt, weil ich neulich erst eine Äußerung gehört habe von Herrn Münzenmaier, dass er diesen Klimawandel oder beziehungsweise wir sind ja in einer Klimakrise, das muss man ja wirklich sagen. Sie spitzt sich immer mehr zu und die Äußerung neulich war eher, dass es auf Verweis auf irgendwelche dubiosen Wissenschaftler keine Klimakrise in dem Sinne Moment, gibt. Sie werfen schon wieder zwei Sachen durcheinander. Ich habe eben gerade erklärt, es gibt einen natürlichen Teil des Klimawandels und einen menschgemachten. Ja, Sie haben und das letzte Sie Mal aber gesagt, dass... Sie Klimakrise, das ist eine Hysterie, die Sie schüren. Lassen Sie uns sachlich über Dinge diskutieren. Wir wollen auf wissenschaftlicher Basis entscheiden. Ich weiß, da haben die Grünen ein bisschen ein Problem mit, sie sind immer sehr emotional, aber wir wollen auf wissenschaftlicher Basis entscheiden. Also lassen Sie doch den Begriff der Krise jetzt mal raus, diskutieren wir doch über den Klimawandel. Also, die AfD hat auch im Bundestag jedem Antrag dagegen gestimmt. Sie haben immer die Klimaziele von Paris geleugnet. Sie waren Anhänger von Trump, der auch in Amerika das Gegenteil gemacht hat. Warum sagen Sie hier jetzt kurz vor der Wahl das Gegenteil? Die AfD hat im Bundestag 4 Jahre lang bei diesem Thema komplett versagt. Nee, das ist völlig falsch. Die AfD vertritt seit 4 Jahren genau die These, die ich hier gerade Ihnen allen präsentiert habe, die ich Ihnen vorgestellt habe, dass wir einigen Ihrer Anträge nicht zustimmen. Mag sein, weil Ihre Anträge oftmals innerlich einfach schlicht und ergreifend nicht so gut sind, wie wir uns das wünschen. Bei allen Parteien leider auch. Aber von dem her ist es so, wir sind der Meinung, dass man sagen muss, wir schauen, was kommt auf uns zu. Wir sind technologieoffen. Wir sind zum Beispiel die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich dafür einsetzt, dass wir mal wieder mehr in Forschung investieren, in Kernkraft. Weil wenn Sie alle CO2 einsparen wollen, dann müssen wir da mal drüber reden. Ich würde sagen, an der Stelle war Frau Rössner mit den Rufen schad. Gerne der Abschluss in dieser Runde. Ja, weil der Vorwurf ja gemacht wurde, wir seien emotional, wir würden Ängste schüren und die Wissenschaft sollten wir beachten. Dann frage ich mich schon, warum die AfD die Erkenntnisse des Weltklimarates nicht anerkennt, weil das sind Tausende von Wissenschaftlern weltweit, die Klimaexpertinnen und Experten sind und die uns ganz klar gesagt haben, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen jetzt wirklich handeln und zwar ganz konsequent, um gegen den Klimawandel oder die Klimakrise vorzugehen. Und das haben sie in der Tat die ganzen letzten 4 Jahre komplett verleugnet. Ein Cut an dieser Stelle. Wir wollen jetzt nämlich ganz genau drauf schauen, wie die Parteien denn dem Klimawandel begegnen wollen und welche Maßnahmen sie gerne einsetzen würden, wenn sie denn bei der Bundestagswahl auch die Möglichkeit dazu bekommen. Eine Sache ist weniger Autofahren. Diese Frage wird im Wahlkampf ja brisant diskutiert. Müssen wir uns bald
vom Autofahren, wie wir es kennen, wie wir es gewohnt sind, verabschieden, weil eben so viel CO2-Ausstoß dabei rauskommt. Im Pendlerland Rheinland-Pfalz ist das natürlich ein viel diskutiertes Thema. Gerade auf dem Land sind nämlich Leute auf ihr Auto angewiesen. Ich kann mir ein Leben ohne Auto eigentlich gar nicht vorstellen. Weil mir dann ein Stück Freiheit fehlt. Ursel und Bernhard Schulz. Seit über 30 Jahren leben sie jetzt am Stadtrand von Pirmasens. Bis zur Rente hat er als Handelsvertreter gearbeitet. Immer unterwegs, immer beschäftigt. Erst nachdem die Kinder alle aus dem Haus waren und eigenständig, hat für uns so ein bisschen die Freiheit dahingehend begonnen, dass wir ungebunden entscheiden konnten. Und das möchte man eigentlich nicht mehr missen. Und jetzt scheint das alles in Gefahr zu sein. Angesichts des drohenden Klimawandels, der Perspektive immer weiter steigender Benzinpreise. Es wird kein Weg dran vorbeigehen, dass uns die Mobilität immer teurer zu stehen kommt. Ganz egal, was wir tun. Wird das Auto bald zum Luxusobjekt? Wie viel Mobilität wird in Zukunft möglich sein? Eine Frage, die auch die Familie Schulz umtreibt, angesichts des vielerorts schlecht ausgebauten Nahverkehrs. Das dauert viel zu lange. Meine Enkel, die wohnen im Vorort, die kommen manchmal hierher zum Essen, weil sie keine Möglichkeit haben, nach der Schule mit dem Bus nach Hause zu fahren. Da müssen sie eine Stunde warten, ne? Bis der nächste Bus fährt. Und wenn man jetzt einen Arzttermin hätte in der Stadt und will da mit dem Bus fahren, da braucht bloß was sein, dass der Bus nicht pünktlich ist oder man verpasst ihn, dann ist man ja aufgeschmissen. Wie soll man denn das machen? In meiner Welt braucht man hier ein Auto. Das geht nicht ohne. Ein neues E-Auto mit über 70 lohne sich nicht mehr. Sie seien auf ihren Diesel angewiesen. Ihr Garant für Unabhängigkeit und Lebensqualität. Frau Rössner, wenn wir uns mal in die beiden hineinversetzen, das Ehepaar sagt, wir haben unser Leben lang gearbeitet, Kinder großgezogen, jetzt wollen wir genießen, wollen unabhängig sein und dazu gehört ein Auto. Können Sie das nicht verstehen? Ich kann das schon verstehen, aber die Frage ist ja tatsächlich, was machen wir, um die Klimakrise zu bewältigen? Und dazu gehört natürlich auch die Mobilität. 48 Millionen Autos sind im Moment in Deutschland zugelassen. Das sind 14 Millionen mehr als nur vor 10 Jahren. Und deshalb müssen wir einen Mix von unterschiedlichen Maßnahmen haben. Wir brauchen einerseits den öffentlichen Nahverkehr, der gestärkt werden muss. Wir brauchen flexible Lösungen, kleine Lösungen wie Ruftaxen. Die Digitalisierung macht da ganz viel möglich. Sharing-Angebote. Und wir brauchen emissionsfreie Antriebe, wie zum Beispiel E-Autos, die nicht mehr so teuer sind, wenn sie auch gefördert werden. Also das ist schon auch leistbar und ist es auf jeden Fall deutlich emissionsfreier und klimaneutraler, als mit dem alten Diesel rumzufahren. Aber das ist eben noch die Realität und wir haben gehört, das Ehepaar sagt, lohnt sich für uns nicht mehr. Rheinland-Pfalz, ein Pendlerland, weite Wege, die zurückzulegen sind. Noch ist es da, noch brauchen wir den Sprit. Der wird teurer werden, das hat die Große Koalition mit der CO2-Abgabe ja auch schon so beschlossen. Aber wenn es nach Ihnen geht, was zahlen wir in 2 Jahren für den Liter? Wir müssen vor allen Dingen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und dafür brauchen wir richtig viel Geld. Das müssen wir in die Hand nehmen, weil zum Beispiel in der Bahn ein Investitionsstau von 135 Millionen Euro existiert. Das heißt, es ist in den letzten Jahren alles getan worden, um mehr in die Straße zu investieren, als in den öffentlichen Nahverkehr, der im Übrigen auch viel sozial gerechter ist. Denn die Menschen, die kleinere und mittlere Einkommen haben, die profitieren von einem Ausbau, genauso wie die Menschen, die keinen Führerschein haben. Und für diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, und das werden immer noch welche sein, die müssen einen emissionsfreien Antrieb haben. Und deshalb ist es wichtig, einen Ordnungsrahmen zu haben und ab 2030 keine fossilen Brennstoffe mehr als Antriebe zuzulassen. Aber klar ist, CO2-Verbrauch wird teurer. Das muss man auch so benennen. Das ist ja schon beschlossen, der CO2-Preis wird kommen. Und es ist wichtig, als Steuerungselement
Das ist eine Lenkungswirkung und deshalb brauchen wir dafür einen guten Ordnungsrahmen. CO2-Preis wird steigen, das ist Fakt, Herr Hitschler. Ist es denn gerecht, wenn Reiche den CO2-Preis aber auch umgehen können, weil sie im schicken Neubau mit Luft-Wärmepumpe wohnen, ein E-Auto fahren, andere aber nicht, weil sie mieten, dort eine Ölheizung haben, Diesel fahren und damit eben ordentlich beim CO2-Preis draufzahlen müssen? Ja, Sie sind schon bei einem der Kernpunkte des Themas Energiewende angelangt, nämlich dass es uns als Politik gelingen muss, dass nicht verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Also nicht Stadt gegen Land, nicht Arm gegen Reich, aber eigentlich auch nicht Industrie gegen Dienstleistung. Ich habe in meinem Wahlkreis was sehr, sehr Spannendes festgestellt. Ich mache viele Haustürbesuche und sehe, dass immer mehr junge Familien tatsächlich eine geförderte Wallbox und auch ein gefördertes E-Auto mittlerweile zu Hause haben. In Kombination mit so einer Photovoltaikanlage rechnen die sich durch, dass das für die funktioniert. Ich gebe Frau Rösner an einer Stelle recht, wir brauchen eindeutig mehr Angebote, auch was den ÖPNV anbelangt. Weil nur wenn Bus und Bahn tatsächlich vorhanden sind, können Menschen ja umsteigen. Würden Sie denn das Energiegeld, das die Grünen ins Spiel gebracht haben, auch mittragen? Ein Ausgleich also für sozial Schwächere, beziehungsweise für alle, aber bei weniger Verdienenden schlägt es eben mehr rein. Im Wahlprogramm der SPD haben Sie sich da nicht festgelegt. Ich finde, wir müssen genau zwei Dinge dabei machen. Das erste ist zu überlegen, wie schaffen wir es, dass die Menschen, die nicht sofort umsteigen können, aber trotzdem angewiesen sind, zum Beispiel mit ihrem Diesel lange Strecken zu pendeln, dass sie sich das noch leisten können. Auch aus meinem Wahlkreis pendeln sehr viele Leute raus zu den großen Firmen der Umgebung. Und da tue ich mir schwer, denen zu sagen, ihr habt jetzt einfach Pech gehabt. Deshalb ist ein sozialer Ausgleich bei dieser Frage sehr, sehr zentral. Durch ein Energiegeld? Das Zweite ist tatsächlich die Überlegung zu schaffen, wie man den Gebrauchtwagenmarkt auch für E-Autos stimulieren kann. Weil nicht jeder hat die Möglichkeit, 30, 40, 50.000 Euro für ein neues E-Auto auszugeben. Und am Ende wird es genau das sein, worüber wir vielleicht in der neuen Koalition diskutieren müssen. Wie kriegen wir Leute entlastet, die Schwierigkeiten haben, jetzt sofort umzusteigen und wie können wir die mitnehmen bei dieser Frage? Frau Klöckner, Sie haben eben ja auch ein Plädoyer dafür gehalten, dass was passieren muss. Jetzt haben wir viel über Kosten gesprochen, was nun mal eben auch ein Teil der Veranstaltung ist und viele Menschen beschäftigt und haben auch noch mal betont, die Große Koalition, zu der Sie gehören, hat da ja auch Dinge aufs Gleis gesetzt, CO2-Abgabe, und es wird teurer. Muss dann auch die Union jetzt ganz offensiv den Leuten sagen, ja, wenn wir was erreichen wollen, dann ist das der einzige Weg. Wir werden alle mehr zahlen müssen, wir werden es mittragen müssen? Nein, das ist nicht der einzige Weg, weil das auch eine Sackgasse sein kann. Der Weg ist am Ende Technologieoffenheit, Erfinderreichtum und dass wir nicht den Wohlstand und den Alltag beschneiden, sondern beides hinbekommen. Ökologie, die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die soziale Frage. Also das Modell Berlin-Mitte passt nicht auf Rheinland-Pfalz. Und jeden Tag stehen Tausende von Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer auf, steigen in ihr Auto in den frühen Morgenstunden, nicht weil sie in Urlaub fahren, sondern weil sie zur Arbeit fahren, weil sie dort etwas beitragen, damit das Land vorankommt und ihre Steuern zahlen. Und deshalb ist es doch auch verrückt, wenn wir als allererstes uns Gedanken machen, was unsere Ingenieurs- und Technikkunst hervorgebracht hat hier in Deutschland. Es geht doch um einen Mix der Angebote. Sei es das E-Auto, dann brauchen Sie Schnellladestationen, und zwar so, dass es auch dem Rhythmus der Bürgerinnen und Bürger auch entspricht, dass sie das annehmen. Sie brauchen Anreize. Wir brauchen einen Solarpark, dass sich jeder, der will, auch ein Solardach leisten kann. Zinsloses Darlehen zum Beispiel. Wir brauchen Energieeffizienzen, die wir fördern. Also wir werden es nicht gegen die Menschen schaffen. Und ich sage sehr klar, auch weil ich als Ministerin für die ländlichen Räume zuständig bin, gleichwertige Lebensverhältnisse heißt nicht gleiche Lebensverhältnisse, aber das heißt schon, dass ich nicht benachteiligt bin, wenn ich auf dem Land lebe, und wenn der Sprit teurer wird, dann müssen wir natürlich die Pendlerpauschale auch anpassen. Wir dürfen doch die nicht bestrafen, die hier was leisten in diesem Land und ihnen dann Steine in den Weg rollen. Das waren jetzt ganz, ganz viele Punkte aus Ihrem Programm, die deutlich geworden sind. Ja, bitte. Also, wenn wir die Erneuerbaren ausbauen, dann darf man nicht so agieren wie die Koalition aus Union und SPD in den vergangenen Jahren, die nämlich alles getan hat, um zum Beispiel die Erneuerbaren abzuwürgen.
mit einem Deckel für Windkraft, mit einem Deckel für PV-Anlagen. Der Mieterstrom ist schlecht. Ja. Es gibt immer noch viele Subventionen, die klimaschädliche Technologien unterstützen. Der Diesel wird unterstützt, Kerosin, das Dienstwagenprivileg. Es sind viele, viele Hebel, die gedreht werden müssten. Und da ist das nicht ganz in Ordnung, nicht ganz, wie soll ich sagen, nicht ganz lauter, wenn man jetzt sagt, es kommt alles nicht voran, es muss erst geschaffen werden. Die Ladeinfrastruktur zum Beispiel für E-Autos, ja, die müsste viel, viel weiter sein. Ich bin schon lange mit dem E-Auto unterwegs und da hat sich ganz wenig getan. Und es sind immer mehr Autos jetzt auf der Straße. Das heißt, da muss zum Beispiel viel investiert werden, dann um die Infrastruktur zu schaffen. Aber in Deutschland, wenn ich das noch kurz sagen darf, in Deutschland sind wir so weit bei den erneuerbaren Energien. Wir sind etwa 48%. Und die Grünen sind ja eigentlich immer die Ersten, die übrigens den Leitungsausbau ganz blockieren mit Demonstrationen. Und wir sehen ja, wie der Windenergieausbau in Baden-Württemberg unter grüner Führung ist. Wir haben einen Einbruch im Ausbau von Windenergie und von PV. Und wir haben dadurch viele Arbeitsplätze verloren. Die werden immer nicht mit betrachtet. Stichwort Arbeitsplätze. Herr Wissing möchte gerne zurückholen in die Diskussion sozusagen. Haben jetzt ganz lange aufmerksam zugehört. Sicher auch Frau Klöckner, die eben die Stichworte Technologieoffenheit und Ingenieurskunst hat fallen lassen. Das könnte so ähnlich auch von Ihnen kommen in diesem Wahlkampf. Bisher war die FDP ja nicht so die Klimaschutzpartei. Das ändert sich aber in diesem Wahlkampf. Warum? Weil man mit erneuerbaren Energien in der Wirtschaft einfach jetzt Geld verdient? Also zunächst einmal haben wir das ehrgeizigste Klimaschutzkonzept vorgelegt aller Parteien für diese Bundestagswahl. Wir schlagen vor einen CO2-Deckel, indem wir gesetzlich regeln, dass jedes Jahr weniger emittiert wird. Damit erreichen wir die Klimaschutzziele von Paris nicht vielleicht, sondern ganz sicher. Ich warne aber davor, so wie Frau Rösner, die Belange der ländlichen Räume einfach so beiseite zu schieben und zu sagen, dann kriegt jeder ein ÖPNV-Angebot. Das wird nicht stattfinden. Ich habe hier in Rheinland-Pfalz als Verkehrsminister das modernste Nahverkehrsgesetz in ganz Deutschland vorgelegt. Wir haben hier den ÖPNV zur kommunalen Pflichtaufgabe gemacht. Mehr geht von gesetzgeberischer Seite gar nicht. Sie werden es nicht schaffen, jedes Dorf in Rheinland-Pfalz so an die Industriezentren anzubinden, dass man in angemessener Zeit zum Arbeitsplatz kommt und auch noch Familie und Beruf miteinander vereinbaren kann. Und das ist ja auch nicht unwichtig. Und deswegen finde ich, wenn wir da so drüber hinweggehen und sagen, das lösen wir alles mit ÖPNV. Ich bin sehr für den Ausbau des ÖPNV, habe ich auch viel für getan. Aber, und da muss auch mehr Geld noch rein, alles richtig. Aber ohne Individualverkehr wird das nicht funktionieren. Und wir können auch nicht einer Familie, bei der zwei arbeiten, von ihnen verlangen, dass sie sich vielleicht für 60.000 Euro zwei E-Autos kaufen. Wir müssen deswegen mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Und können auch nicht nur auf eine Technologie setzen, weil wir brauchen ein bezahlbares Angebot für jede und jeden. Und wissen Sie, Sie werden niemals in Flächenländern ein auch nur ansatzweise vergleichbares ÖPNV-Angebot wie in Berlin-Mitte, in Köln, in München oder in Hamburg anbieten können. Niemals. Und da muss man ehrlich sein mit den Menschen. Und wenn am Ende die Grünen auf den ÖPNV setzen als Alternative zum Individualverkehr, dann steht jetzt schon fest, dass die ländlichen Räume zu den ganz großen Verlierern gehören. Und das hat mit nachhaltigem Klimaschutz nichts zu tun, weil dann werden wir ganz schnell erleben, dass eine Spaltung zwischen Stadt und Land dazu führt, dass wir keine konstruktiven Mehrheiten in unseren Parlamenten mehr für Klimaschutz haben. Wir haben gesehen, was das bedeutet, Stadt und Land zu spalten in Großbritannien. Und dann hat das mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Wir brauchen ein Klimaschutzkonzept. Ich komme gleich zum Schluss, dass wir dauerhaft von einer Mehrheit getragen sehen und nicht nur für ein paar Jahre, bis die Menschen auf dem Land merken, dass sie die Loser einer verfehlten Politik sind. Wir brauchen aber Technologie, Forschung und Entwicklung. Herr Wissing, Sie haben mir aber nicht richtig zugehört. Ich habe nicht gesagt, dass wir den ländlichen Raum komplett mit dem ÖPNV bespielen können, sondern wir müssen flexible Lösungen schaffen, wie zum Beispiel auch Sharing-Angebote, wie Rufbusse. Wir müssen die Radinfrastruktur ausbauen. Es gibt immer mehr Menschen, die mit dem E-Rad zum Beispiel zur Arbeit fahren. Von Pirmasens zur BASF fahren zur Arbeit. Das ist doch nicht ernsthaft. Das ist doch nicht ernsthaft Ihre Vision für dieses Land. Doch. Doch, es wird gehen, und zwar, wenn es ein attraktives ÖPNV-Angebot gibt, wenn dort wirklich viele, viele Busse unterwegs sind im ländlichen Raum. Wir werden nicht überall die Schiene ausbauen können. Wir haben aber zum Beispiel Schienen, die wir reaktivieren können. Und wenn die Menschen mit der Bahn schnell irgendwo hinkommen, dann können sie auch mit einem Auto, mit einem Rad,
beispielsweise oder mit einem Sharing-Angebot, mit einem On-Demand-Angebot zu der Bahn fahren. Also das da wird funktionieren, ganz verschiedene wenn man es tatsächlich politische will. Vorstellungen aufeinander, das ist sehr klar geworden. Wir bleiben noch kurz beim Individualverkehr. Herr Münzenmeier, die Autoindustrie hat sich längst auf den Wandel eingestellt. Die Unternehmen haben reihenweise angekündigt, auf E-Mobilität umzusteigen. Nur ein Beispiel, Opel will ab 2028 in Europa nur noch E-Autos anbieten. Heißt das, auch die Wirtschaft hat verstanden, die AfD aber immer noch nicht? Na, das ist völlig Quatsch. Sie haben es ja gerade eben gehört aus dem grünen Elfenbeinturm. Wir werden den Leuten ihre Verbrenner abnehmen. Das ist letztendlich zusammengefasst das, was Frau Rösner hier gesagt hat, wenn es in Richtung ländlichen Raum schaut. Wir sehen das anders. Wir glauben, dass der Verbrenner gerade in Ländern wie Rheinland-Pfalz unglaublich wichtig ist, dass auch ein Zukunftsmodell ist und dass jetzt einige Unternehmen, getrieben vom politischen Willen, und vor allem durch Subventionen, das ist ja einer der Punkte, den wir eben auch gerade gehört haben, wir müssen dann so stark subventionieren, dass die Leute davon weggehen und sich ein E-Auto kaufen. Das funktioniert über so viele Subventionen und so weiter. Wir sind dafür, dass man dem Markt hier freie Hand lässt. Wir sind dafür, dass sich die beste Technologie durchsetzt. Und wenn das E-Auto sich irgendwann tatsächlich durchsetzen sollte, weil es die Menschen überzeugt, weil sie sagen, jawohl, ich kann damit auch eine weite Strecke fahren und ich kann damit aus der Südwestpfalz zur BASF nach Ludwigshafen pendeln, dann ist das völlig in Ordnung. Aber im Moment sagen Sie ja zum Verbrennungsmotor. Wir sagen absolut ja zum Verbrennungsmotor. Und eine Sache lassen Sie mich noch sagen. Wir diskutieren hier jetzt ja, um den CO2-Ausstoß einzudämmen in Deutschland. Deutschland ist für 2% des CO2-Ausstoßes der Welt zuständig. Selbst wenn wir den auf null herabsetzen würden, was völlig unrealistisch ist und auch nicht funktioniert. Selbst dann würden wir weltweit kaum was verändern. Weil Russen, Chinesen, Inder und die Amis werden sich kaputt lachen, wenn Deutschland jetzt, wenn Deutschland ist da Deutschland ist für 2% der weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wie das dann pro Kopf ist, können Sie gerne im Faktenchecker gleich prüfen lassen. 2% des weltweiten CO2-Ausstoß. Selbst bei null ändern wir gar nichts am Weltklima. Der Rest der Welt wird sich kaputt lachen, wir werden unsere Wirtschaft zerstören und wir haben eine Verteuerungsorgie für unsere Bürger, das lehnen wir ab. Nur um es nochmal zu sagen, der CO2-Pro-Kopf-Ausstoß ist deutlich höher in Deutschland als zum Beispiel in Indien, in das afrikanischen Ländern. Ich möchte trotzdem jetzt ganz gerne an Ulrich fragen. Sie sagen, wir müssen weg vom Verbrennungsmotor. Die Linke unterstützt das aus. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass zum Beispiel E-Autos mit weniger Leuten gebaut werden müssen, Arbeitsplätze gefährdet sind. Sie haben aber Opel gearbeitet. Was sagen Sie den alten Kolleginnen und Kollegen? Gestatten Sie mir aber einen Hinweis, weil ich in der Runde dran war. Frau Rösner, die Klimawandelpolitik ist eine sehr stark soziale Frage. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Kreis Kusel. Der einzige Bus, der da reinfährt, ist der Schulbus. Und wenn Ferien sind, fährt da keiner mehr. Zu glauben, dass da in 30 Jahren ein ÖPNV wäre, wo die Menschen in die Stadt Kaiserslautern kommen oder zur BASF nach Ludwigshafen, das wird nicht funktionieren. Aber was das Problem für diese Menschen ist, dass viele kleinere Einkommen haben und für die macht es viel aus, ob der Tank voll Sprit 20 Euro mehr kostet. Der Wohlhabende kann sich das leisten. Und das ist wirklich eine Politik, die die Grünen sehr stark vielleicht aus der Mainzer Innenstadtsicht machen oder aus der Berliner Innenstadtsicht. Aber für den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz ist das wirklich ein großes Problem. Und man kann den Menschen nicht immer das teurer machen, dann werden sie den Klimawandel nicht mitgehen wollen. Und die Frage, die Sie anstehen, ich gehöre zu denen, die sagen, die Automobilindustrie in Deutschland hat den Weg zur Elektromobilität etwas verschlafen, weil sie sich eher mit anderen Dingen beschäftigt hat. Diesel, Software und so weiter. Ich bin froh, dass wir jetzt viele Automobilhersteller haben, die sagen, die Batteriezelle ist die Zukunft. Und wir haben ja auch in Kaiserslautern jetzt gerade vor wenigen Tagen eine tolle Entscheidung gehabt, dass Opel PSA dort ein Batteriezellenwerk bauen will mit 2100 neuen Jobs. Ich gehöre zu denen, die sagen, nicht bremsen, sondern auch die Zukunftschancen sehen. Und wenn diese 2100 Jobs kommen in Kaiserslautern, sind das mehr Arbeitsplätze, wie heute auf dem Opelwerk sind. Und deshalb sagen wir, ja, der Staat muss auch diese Transformation mit Geldern unterstützen. Es gibt ja andere Parteien, die sagen, der freie Markt will das regeln. Die FDP ist ja jemand, der sagt, der freie Markt soll das alles regeln. Wir glauben nicht, dass die Transformation ohne staatliche Unterstützung geht. Und in Kaiserslautern sind meines Erachtens diese 437 Millionen sehr gut angelegte Gelder für Industriearbeitsplätze der Zukunft. Ganz lebhafte Diskussion heute Abend. Danke dafür bis hierher. So haben wir es uns auch durchaus erhofft, dass Sie miteinander ins Gespräch kommen. Wir müssen trotzdem weitermachen Richtung des nächsten Themas. Es ging ja gerade ganz viel ums Geld nach dem Motto, irgendwo muss es halt auch herkommen. Dabei geht es aber nicht immer nur um den eigenen, den privaten Geldbeutel, sondern bei dem Thema geht es ja auch ums große Ganze, um die Gesellschaft, um soziale Projekte und das führt uns zum nächsten Thema. Das haben wir immer eigentlich, hä? Spitzsumme.
Mein Name ist Stefan Hesping. Ich arbeite jetzt seit 21 Jahren in Mainz-Gonsenheim und mache Nachbarschaftsarbeit. Dienstagnachmittag. Und arbeitest du nicht auch im Kindergarten oder irgendwo? Ja, im Kindergarten. Es wirkt fast so wie immer beim Gonsenheimer Stadtteiltreff. Doch hinter den Kulissen ist alles anders, die Stimmung angespannt. Der Treff steht kurz vor der Pleite. Zu wenig Spenden wegen Corona. Seit 22 Jahren gibt es die Einrichtung. In einem Viertel, in dem Menschen aus über 80 Nationen leben. Eine Hochhaussiedlung, ein sozialer Brennpunkt. Und viele kommen täglich bei Stefan Hesping vorbei. Die Beratung, wichtiger Bestandteil der Arbeit des Sozialarbeiters. Hier gibt es auch viele Menschen, die in Armut leben. Wir haben es ganz viel zu tun mit Vereinsamung. Du sitzt alleine in deinem Apartment, du hast keine Arbeits-, keine beruflichen Kontakte. Für die ist es halt total wertvoll, dass es einen Ort gibt, wo man andere Menschen treffen kann, wo man überhaupt in Begegnung, in Kommunikation gehen kann. Den Menschen gehe es besser. Selbst die Kriminalität sei seit Bestehen des Treffs deutlich gesunken. Ein simples Konzept mit großer Auswirkung. Die Finanzierung aber ist dürftig. Wie fast überall in der Sozialarbeit zahle der Staat nur die Hälfte der Kosten. Mehr sei nicht da, hört Hesping immer wieder. Und jetzt auch noch Steuersenkungen? Diese Forderung vieler Parteien ärgert den Sozialarbeiter. Ehrlich gesagt sind das dann auch so Momente, wo ich so müde werde und denke, es muss halt wirklich mal die Debatte geben, ob dann sozusagen die Reichen mehr Geld beitragen müssen, dass alle irgendwie sozusagen an dieser Gesellschaft teilhaben können. Höhere Steuern, zumindest für Besserverdienende. Die Forderung von Stefan Hesping. Ja, Herr Wissing, die FDP hat höhere Steuern kategorisch ausgeschlossen. Aber brauchen wir sie nicht, um solche sozialen Projekte wie den Gonsenheimer Stadtteiltreff zu finanzieren? Was sagen Sie denn Herrn Hesping, der Steuererhöhungen für Besserverdienende fordert? Zunächst einmal brauchen wir wirtschaftliches Wachstum in den nächsten Jahren und wir brauchen Investitionen in den Klimaschutz. Diese Investitionen müssen vor allen Dingen von der Wirtschaft getätigt werden, denn CO2-Emittent Nummer eins ist ja nicht der Staat. Die CO2-Emissionen kommen ja nicht aus Ämtern und Behörden oder Gerichten oder Ministerien, sondern sie kommen aus der Wirtschaft. Also muss die Wirtschaft Geld in die Hand nehmen, um klimaneutral zu werden. Wenn man ihr das Geld jetzt wegbesteuert, kann sie nicht investieren. Also wir müssen irgendwann mal wissen, was wir wollen. Wollen wir jetzt Klimaschutzinvestitionen oder wollen wir sie nicht? Aber jetzt sind wir bei sozialen Projekten wie dem Gonsenheimer Stadtteiltreff. Genau, was würden Sie Herrn Hesping sagen? Ich würde ihm sagen, dass man ihm viel mehr Geld hätte geben können in den letzten Jahren, wenn man die Steuermehreinnahmen nicht für anderes ausgegeben hätte. Wir hatten 2017 schon einmal verhandelt in Berlin und wollten steuerlich entlasten. Da hatte man uns vorgerechnet, dass das nicht geht. Die Berechnungen waren alle falsch. Hinterher hatte man so viel Steuermehreinnahmen, wachstumsbedingt, dass man das locker hätte machen können. Und Herrn Hesping hätte man auch noch helfen können. Allerdings hat man sich in Berlin entschlossen, die Große Koalition, das Geld für andere Dinge auszugeben. Insofern ist das so nicht einfach zu machen, dass man sagt, also steuerliche Entlastungen gehen nicht. Wir haben in den nächsten Jahren Wachstum zu erwarten. Mit diesen Steuermehreinnahmen schlage ich vor, dass wir gezielt investieren, um Klimaschutz zu erreichen, dass wir Investitionsanreize für die Firmen schaffen, dass wir aber auch dafür sorgen, dass wir dauerhaft nachhaltig auf Wachstumspfad kommen. Deutschland muss seine Arbeitsplätze, seine Industriearbeitsplätze sichern. Und das schafft man noch nie, noch nirgends auf der Welt durch Steuererhöhungen. Und das große soziale Problem bleibt immer noch die Arbeitslosigkeit. Und wenn wir das nicht ernst nehmen vor diesen Transformationsaufgaben, vor denen wir stehen, digitale Transformation, Klimaneutralität, und meinen, wir können ausgerechnet jetzt nach dieser Pandemie, wo die Wirtschaft ausreichend wirklich extrem gelitten hat, jetzt die Steuern erhöhen, das glaube ich, würde unser Land in eine soziale Schieflage bringen. Trotzdem, Wissing, wenn man sich Ihr Steuer- oder Sie sagen darf, Ihr Steuerkonzept sieht ja vor, dass der Staat Mindereinnahmen hat von 80 Milliarden, weil Sie die Wohlhabenden, die Reichen, die Spitzenverdiener auch noch entlasten wollen. Wenn es nach Ihrem Konzept geht, dann gehen die Clubs alle zu in Rheinland-Pfalz, weil das Geld nicht vorhanden ist. Sie haben eben Zukunftsaufgaben beschrieben. Wie wollen Sie die denn handeln, wenn Sie zum einen die Schuldenbremse einhalten wollen und gleichzeitig
diejenigen, die schon auf der Sonnenseite des Lebens stehen, mit weiteren 80 Milliarden beschenken wollen. Dann wird der soziale Ausgleich in diesem Land nicht mehr funktionieren. Weiß nicht, wo und diese Rechnung, 80 Milliarden herhaben, was wir beispielsweise vorhaben, ZDB ist, dass hat das berechnet, der, hat das ja, berechnet. Das weiß ich ja nicht. Ich habe diese Berechnungen immer gelesen, die waren immer falsch hinterher. Wissen Sie, mich beeindruckt das nicht mehr. Niemand konnte das bisher beeindruckt das nicht mehr. Aber wenn Sie meinen, dass man mit Steuererhöhungen Arbeitsplätze schafft, dann ist das Ihre Politik. Ich glaube, dass das nirgendwo auf der Welt bisher funktioniert hat. Und ganz ehrlich, was Sie kritisieren, ist die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Das ist aber verfassungsrechtlich vorgeschrieben. Das muss sowieso gemacht werden. Wir brauchen ja verfassungskonforme Steuergesetze. Sie können ja nicht hergehen und können eine Sonderabgabe, deren Zweck das weggefallen ist, einfach fortführen. Das wäre falsch, aber es sind nur 10 Milliarden von den 80. Und insofern können Sie das gar nicht mit einpreisen bei dieser Frage, wie viel Geld braucht man für Steuerentlastungen. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, wir können steuerlich entlasten mit den Mehreinnahmen, die wir die nächsten Jahre haben. Dann brauchen wir diesen Streit gar nicht zu führen. Man kann sich darauf verständigen, dass das, was wachstumsbedingt zusätzlich in die Staatskasse kommt, diesmal nicht für neue Ausgabenwünsche der Politik ausgegeben wird, sondern für eine Belebung der Wirtschaft, für die Ermöglichung von Klimaschutzinvestitionen und die digitale Transformation. Frau Klöckner, die CDU ist auch gegen Steuererhöhungen. Und gleichzeitig sagen Sie aber, wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden. Jetzt wissen wir aber alle, Corona-Pandemie, Corona-Krise hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Der Schuldenberg ist gewachsen. Wie soll das gehen? Wir haben gezeigt, wie es geht. Wenn einer Schuldenbremse einhalten kann, wenn einer Finanzen kann und wenn einer Wirtschaftswachstum kann, dann ist das die Union. Die Grundlage für die Hilfen jetzt in der Corona-Krise, die hat der Finanzminister Wolfgang Schäuble gelegt. Er hat hintereinander ausgeglichene Haushalte vorgelegt. Aber Sie sagen jetzt, ja, aber Herr Becker, geben Sie mir die Chance. Manchmal braucht man halt ein paar Sätze, damit man einen Gesamtzusammenhang auch hat. Es ist schnell gefordert, höhere Steuern. Aber was sind die Folgen? Wollen wir hin zu Wirtschaftskraft oder Wirtschaftskrise? Und wir können doch als Staat nur das verteilen, was die Bürgerinnen und Bürger erstmal erwirtschaften. Und das kriegen sie nicht, indem sie Menschen besteuern, indem sie Arbeit im Übrigen auch teurer machen. Ich will mal eines festhalten. Deutschland ist ein sehr soziales Land. Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, die Steuern zahlen, sind solidarisch. Der Bundeshaushalt, wenn wir uns ihn anschauen, der Anteil für Sozialausgaben war noch nie so hoch. Und das will ich einfach nur mal festhalten. Wer sind denn Besserverdiener? Der Spitzensteuersatz fängt ja schon an bei rund 60.000 Euro, 58.000 Euro oder so etwas. Und da sind wir bei etwa 42% plus minus. Genau habe ich die Zahlen jetzt nicht da. Wenn wir uns das anschauen, die Frage ist, vertrete ich diese Leute? Genau die vertrete ich. Das ist die Mitte unserer Gesellschaft. Und uns geht es darum, um klar zu zeigen, was wir erreicht haben. Wir haben ohne Steuererhöhungen immer steigende Steuereinnahmen gehabt. Und das war ein Wachstumsmotor. Steuererhöhungen wären jetzt eine Bremse für den Mittelstand. Und Rheinland-Pfalz ist geprägt vom Mittelstand. Aber genau diese Steuererhöhungen fordert zum Beispiel die SPD. Herr Hitschler, sehen Sie nicht die Gefahr, dass die Wirtschaft dann leidet? Na, genau diese Steuererhöhung fordern wir nicht. Und vielleicht als Replik auf Frau Glöckner, ich habe mir das Steuerkonzept der CDU angeschaut und auch da kommt ja eine Summe am Ende raus, nämlich eine Mehrbelastung für den Staatshaushalt von knapp 30 Milliarden, weil nämlich die CDU die Steuern für Reiche und Superreiche senken möchte. Unser Steuerkonzept sieht vor, dass wir für 96% der Bevölkerung mittlere und kleine Einkommen tatsächlich die Steuern senken möchten und nur für die oberen 4-5% die Steuern erhöhen. Das beginnt bei einem Einkommen ab 250.000 Euro. Ich kenne gar nicht so viele Leute, die 250.000 Euro Einkommen haben und für Doppelverdiener 500.000 Euro. Und ich finde, dass das eine Menge Geld ist. Und wenn wir uns überlegen, wie wir die Aufgaben, vor denen wir stehen, künftig finanzieren, dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir ein Steuerkonzept solidarischer hinbekommen. Und genau das haben wir gemacht. Vielleicht einen Satz noch zu Herrn Wissing. Herr Wissing, wir haben das Geld, das wir auf der hohen Kante hatten, übrigens auch, weil es Finanzminister der SPD gab, Frau Glöckner, haben wir eingesetzt, um die Corona-Maßnahmen auch zu finanzieren, um dafür zu sorgen, dass Firmen, Unternehmerinnen, Unternehmer auch hier in Rheinland-Pfalz durch die Krise kommen, dass es die Unternehmen hier noch gibt, dass wir einfach auch danach, wenn Corona vorbei ist, auch gut starten können. Und das war die richtige Entscheidung der Großen Koalition. Herr Hitschler, aber ein Punkt noch, weil Sie den Finanzminister der SPD angesprochen haben. Also es wäre gut gewesen, wenn Herr Scholz als Hamburger regierender Bürgermeister erstmal die Steuerschuld von denen eingetrieben hätte, die Steuerschulden hatten. Und da waren wir bei fast rund 50 Millionen Euro. Und da muss ich sehr klar sagen, das ist für mich ein ganz falscher Schwerpunkt. Uns geht es um wirklich die Entlastung der mittleren und der kleinen Einkommen. Und da sage ich sehr klar, das sind die Leistungsträger und Leistung muss sich auch lohnen.
Das geht aus Ihrem Steuerkonzept nicht hervor, Frau Glöckner. Ich glaube, das kann jeder nachlesen. Und ich habe den Versuch schon bemerkt, jetzt auf Cum-Ex und Wirecard-Ähnliches zu kommen. Ich empfehle allen Zuschauerinnen und Zuschauern, sich einfach mal die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages anzugucken. Das steht auf 2000 Seiten, schwarz auf weiß, wie übrigens die Koalition und die Abgeordneten, die da drin saßen, genau die Dinge bewerten und beurteilen. Und die kommen am Ende zu dem Schluss, dass dem Bundesfinanzminister eben keine Schuld trifft bei den Punkten. Und ich kann das nachvollziehen und ich teile das. Okay, beide an der Stelle Ihren Punkt gemacht. Lassen Sie uns nochmal auf die Steuerkonzepte kommen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Frau Rössner, Herr Hitschler hat eben eine Summe in den Raum geworfen. Die Grünen nennen auch eine Paare ab 200.000 Euro mehr Einkommenssteuer. Das klingt in der Tat recht viel. Herr Hitschler hat das eben auch so beschrieben. Trotzdem sagen Sie, das ist sozial gerecht. Hatten Sie nicht den Mut, das dann tiefer anzusetzen sozusagen? Also der höhere Steuersatz, der gilt ab 100.000 Euro für eine alleinstehende Person, ab 200.000 für ein Paar. Wir haben aber den Fakt, dass wir eine Schere haben zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht. Und deshalb wollen wir die kleinen und mittleren Einkommen entlasten und die besser verdienenden stärker in die Pflicht nehmen. Aber das ist ja nicht nur das, was wir mit der Einkommensteuer machen wollen, das ist weitgehend einkommensteuerneutral. Es geht tatsächlich darum, dass wir investieren wollen in die Zukunftsaufgaben. Wir wollen die Wirtschaft anreizen. Wir wollen Investitionen jetzt tätigen. Das müssen wir tun. Wir dürfen jetzt nicht in die Krise hinein sparen, sondern wir müssen die Möglichkeit schaffen, jetzt die Infrastruktur zu schaffen. Und deshalb ist es für uns wichtig, gerade was jetzt die Klimakrise betrifft, dass wir tatsächlich in die zukunftsfähigen Technologien investieren. Deutschland gibt zum Beispiel nur 2,5 des BIPs im Jahr aus als Investition. Der Schnitt in Europa ist 3%. Also von daher ist da Luft nach oben. Und es gibt viele Gelder, die noch nicht herangezogen werden. Steuerhinterziehung beispielsweise machen im Jahr 50 Milliarden Euro aus. Klimaschädliche Subventionen sind 60 Milliarden. Ich habe mich gerade um drei Nullen vertan. Okay, also 60 Milliarden. Und wir wollen vor allen Dingen es sozial gerecht gestalten mit dem Energiegeld und auch noch mit Klimabonus für die Menschen, die Anschaffungen machen müssen, weil ich das eben nicht sagen durfte, die zum Beispiel sich ein E-Auto anschaffen müssen, weil sie eben nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren können. Und da muss es Anreize geben. Also das war nochmal die Ergänzung zu unserem Klimapaket. Gehen wir rüber zu Herrn Münzenmeier. Die AfD hat ja ganz andere Vorstellungen, will eine ganze Reihe von Steuern abschaffen. Grundsteuer, Erbschaftssteuer, Vergnügungssteuer und viele mehr. Aber das würde ja den Staat Milliarden Euro kosten. Wie wollen Sie das denn wieder reinholen? Ja, wir sind fest davon überzeugt, dass Deutschland kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem hat. Wir quetschen ja jetzt schon unsere Bürger aus. Wir sind Vize-Weltmeister, was Steuern und Abgaben angeht. Nur Belgien ist noch schlimmer und das muss sich ändern. Ja? So, deswegen haben wir viele Entlastungen vorgeschlagen. Wir sprechen darüber, dass die Grunderwerbsteuer wegfällt, dass wir wieder ein Land der Eigentümer werden und so weiter. Sie haben einige Steuern genannt. Wie wollen wir das machen? Wir glauben, dass eben unglaublich viel Geld verschleudert wird. Wir verschwenden Steuergeld. Ich habe auch einige Beispiele für Sie. Wir haben, was Asyl- und Integrationskosten angeht, haben wir über 22 Milliarden pro Jahr, die wir ausgeben. Wir haben knapp 20 Milliarden netto, die wir jedes Jahr an die EU überweisen. Wir haben Entwicklungshilfegelder von über 12 Milliarden pro Jahr. Davon gehen 630 Millionen Euro nach China. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir haben die feste Überzeugung, unser Geld für unsere Bürger. Deutschland kommt zuerst. Wir entlasten unsere Bürger, wir investieren hier. Wir können gerne von den 630 Millionen, die momentan nach China gehen, könnten wir locker ein paar für den Stadtteiltreff in Gonsenheim zur Verfügung stellen. Das wäre Geld, was vor Ort hilft, was unsere Bürger betrifft. Und das ist unser Konzept dazu. So, wir wollen gleich weiterreden zum großen Thema Corona. Vorher geht es aber ganz knapp und konzentriert um all Ihre Parteien sozusagen, weil jeder hat im Moment damit was zu kämpfen. Wir haben ein paar Zitate rausgesucht. Für jeden von Ihnen ein Zitat. Mit Frau Klöckner geht's los. Der Chef der CDU-Landesgruppe im Bundestag, Patrick Schnieder, hat dem SWR gesagt, wir haben eine Stimmung
Stimmungslage wie 1998. Damals hat Schröder gegen Kohl gewonnen. Die SPD war zum ersten Mal stärkste Kraft bei einer Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz. Stimmung wie 98. Was hat die CDU falsch gemacht, dass es so weit kommen konnte? Das war ein Zitat am 9.9. Das stimmt, ist schon ein paar Tage. Und ich habe gerade vor der Sendung mit Patrick Schnieder telefoniert und heute ist der 16.9. Und die Stimmung hat sich geändert. Also Sie haben mit dem Zitat sogar gerechnet. Nein, aber ich habe einen guten, der war gut, diese Nachfrage. Nein, aber weil wir einen guten Draht haben und ich schätze auch den Patrick Schnieder sehr. Und wir haben, da freue ich mich auch drüber natürlich, dass die Stimmung sich auch dreht. Und wir merken das auch bei unseren Mitgliedern. Der aktuelle Deutschland-Trend heute Abend, da liegt jetzt immer noch was dazwischen. Ja, aber jetzt nochmal, es dreht sich gerade was, lieber Herr Becker. Und ich muss Ihnen sagen, natürlich will man gerne Umfragen gewinnen. Aber am Ende ist mir es wichtiger, dass wir Wahlen gewinnen. Schauen Sie mal, vergangenen Sonntag, Wahl in Niedersachsen, da war die Umfrage komplett anders als nachher das Ergebnis. Also das ist mir dann lieber. Und wir sehen das zum Beispiel, Nachfragen nach den Plakaten von Armin Laschet steigen, weil unsere Leute sagen, jetzt gilt's, jetzt rennen wir diese 10 Tage. Und wir sind motiviert und wir haben gesehen, Wahlen sind häufig schon ganz anders ausgegangen, als sie vorausgesagt worden sind. Und die größten Verlierer sind meist diejenigen, die Umfragen gemacht haben. Nur nochmal fürs Protokoll, es ist keine Vorhersage, sondern eine Umfrage. Uns liegen 4 Punkte heute Abend im Deutschlandtrend zwischen CDU und SPD. Und wir kommen zum nächsten Zitat. Herr Hitschler, Sie haben dem SWR vergangene Woche gesagt, eine Koalition mit der Linken auszuschließen, ist inhaltlich begründet und richtig. Olaf Scholz hält sich das offen. Vorhin habe ich Sie auch noch ein bisschen anders verstanden. Also müsste man nicht ganz klar sagen, eine Koalition mit den Linken ist denkbar oder nicht? Und dieses Offenhalten, ist das nicht auch ein Stück weit unehrlich den Wählerinnen und Wählern gegenüber? Ich finde, die Wählerinnen und Wähler haben es verdient, dass wir über Inhalte diskutieren. Und genau das machen wir ja auch, wenn wir über die Frage diskutieren und darum ringen, ob man mit den Linken eine Koalition machen kann. Meine Lieblingskoalition wäre übrigens Rot-Grün. Und aktuell fehlen in den Umfragen da auch ganz wenige Prozent zu. Ich will jetzt Frau Glöckner da nicht so sehr in die Parade fahren, was ihre Motivationsrede anbelangt. Aber am Ende können die Wählerinnen und Wähler auch darüber entscheiden, ob für Rot-Grün ausreichend Stimmen da sind. Wenn man sich die Position der Linken anschaut, gerade zu Themen wie Sicherheitspolitik, Außenpolitik, aber auch manchen Bereichen der Innenpolitik, dann passt es nicht zu den Überzeugungen der Sozialdemokratie zusammen. Ein Beispiel, auch wenn die Linke gerade wieder darüber diskutiert, dass man vielleicht doch nicht aus der NATO austreten sollte, ist es was, was immer wieder nicht nur auf Parteitagen kommt, sondern, glaube ich, in vielen Bereichen auch Beschlusslage ist. Wir sehen in den Vereinigten Staaten von Amerika immer noch einen wichtigen Bündnispartner. Wir finden, dass es die Möglichkeit geben muss, im Notfall auch Auslandseinsätze der Bundeswehr durchzuführen. Und anderen Punkt auch aus meinem Fachbereich, ich will auch das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht abschaffen, sondern ich glaube, dass wir in der Art und Weise auch Nachrichtendienste brauchen, die zum Beispiel gegen Extremismus in Deutschland vorgeht. Trotzdem nochmal zum Verständnis, ist eine Scholz-Stimme jetzt eine Ampelstimme oder ein Linksbündnis? Es ist vor allem eine Stimme für die SPD und für Olaf Scholz und deshalb kann ich alle Leute nur motivieren, wählen Sie SPD und Olaf Scholz. Aber Ihre Parteivorsitzende, Frau Esken, Herr Boyans, Herr Kühnert, stellvertretender Parteivorsitzender, die sind alle für ein rot-grün-rotes Bündnis. Also man weiß wirklich nicht, was man kriegt, gell, wenn man den Herrn Scholz wählt. Ich verstehe Ihre Sorge, Frau Glöckner. Man merkt ja auch den Panik-Move, den die CDU so in den letzten Tagen und Wochen macht. Sie versuchen wild um sich zu schlagen. Sie versuchen mit Vorwürfen gegen Olaf Scholz auf eine völlig unbegründete Art und Weise so ein bisschen unseren positiven Trend nach vorne zu stoppen. Ich sehe heute in den Umfragen, dass das nicht gelungen ist. Deshalb nochmal mein Zuruf an die Bürgerinnen und Bürger. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Beide stimmen am besten für die SPD. Gut, dann gehen wir mal weg von den Umfragen und schauen auf die AfD. Herr Münzenmeier, in Ihrer Partei ist ein Richtungsstreit am Toben offen ausgebrochen. Auch in Rheinland-Pfalz, Ex-Parteichef Junge ist ausgetreten. Auch ein Landtagsabgeordneter, Matthias Joa, ist gerade ausgetreten. Und der sagt, Sie kennen das Zitat, im AfD-Landesvorstand haben wir Personen sitzen, die definitiv nichts in einer demokratischen Partei zu suchen haben. Und er nennt Ihren Namen als jemand, der zumindest falsches Spiel treibe. Was meint er damit? Da müssen Sie Matthias Joa fragen. Ich glaube, es ist normal, dass wenn enttäuschte Menschen, die Ordnungsmaßnahmen erleiden müssen, die sich vielleicht nicht wohlfühlen, wenn die austreten, dann passiert es manchmal, dass sie auch mit Dreck werfen. Das ist nun mal so im politischen Leben. Das sei ihm gegönnt. Ja, ich glaube, die AfD Rheinland-Pfalz ist sehr geschlossen, bis aber auf eine Handvoll von 4. Ja, Sie müssen mich Vorwurf ausreden lassen. Sie haben mich eine Frage, haben mir eine Frage gestellt. Ich gebe Ihnen gerne Antwort, Herr Becker. Antworten Sie. Also wie gesagt, wir haben in Rheinland-Pfalz überhaupt keine Probleme. Das zeigt sich an Umfragen, das zeigt sich an unseren Mitgliederzahlen. Von dem her weiß ich nicht, was Matthias Joa hier meint, aber
ich wünsche ihm persönlich alles Gute. Ich versuche es nochmal zu interpretieren. Dahinter steckt ja der Vorwurf, dass auch Sie sehr weit rechts stünden. Nach SWR-Informationen haben Sie gegenüber Parteifreunden auch zugegeben, dass Sie vom Parteitag in Dresden an einem Treffen teilgenommen haben, an dem auch Köpfe des Flügels, dieses offiziell aufgelösten Flügels, um Herrn Höcke teilgenommen haben. Suchen Sie gezielt diese Nähe? Das ist vollkommener Quatsch. Also wenn ich das tun würde, wäre ich ja auf irgendwelchen Flügeltreffen oder so gewesen über Jahre hinweg. Aber bei ich persönlich bin stellvertretender Fraktionschef der AfD im Deutschen Bundestag und ich rede mit allen meinen Kollegen, logischerweise. Da sind einige dabei, die waren früher mal Köpfe des Flügels. Da sind einige dabei, die waren früher Köpfe einer ganz anderen Strömung, der alternativen Mitte. Ich bin Realpolitiker, ich rede mit allen Menschen und ich mache mir mein eigenes Bild der Dinge. Also so eine Schablonenkiste, wie das Matthias Joer hier versucht, die gibt es bei uns nicht. Und wie gesagt, der Flügel ist aufgelöst. In Rheinland-Pfalz gab es den sowieso noch nie. Aber Sie gehen also durchaus zu solchen Treffen. Wissen Sie, in der Bundestagssitzungswoche mal als Beispiel, da finden jeden Abend irgendwelche Treffen statt, parlamentarische Abende, da sitzt man mit 5, 6 Leuten zusammen. Natürlich nehme ich an solchen Treffen teil. Was ist denn das für eine Frage? Also wenn ich mich mit Kollegen auf ein Bier treffe, dann ist das doch in Ordnung. Herr Wissing, Ihr Parteichef Christian Lindner hat in einem Interview gesagt, wenn er, gemeint ist Armin Laschet, nicht vorne ist, dann geht es um das Entscheidende, nämlich eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und dann hat Lindner noch an 1976 erinnert, damals ist die Union mit Helmut Kohl zwar stärkste Kraft geworden, aber Kanzler blieb Helmut Schmidt von der SPD, weil er eben eine Koalition mit der FDP eingegangen ist. Also damit deutet Lindner ja an, dass die FDP eventuell Herrn Laschet zum Kanzler macht, auch wenn die CDU gar nicht die meisten Stimmen bekommen hat. Wäre es denn den Wählerinnen und Wählern gegenüber zu vertreten, jemanden zum Kanzler zu machen, der gar nicht die meisten Stimmen bekommen hat? Christian Lindner untermauert damit, wie ernst es der FDP mit ihren Inhalten ist. So wie unser Land im Augenblick dasteht, darf es nicht bleiben. Wir müssen Deutschland modernisieren, Digitalisierung endlich ernst nehmen, Klimaschutz vorantreiben, mehr in Bildung investieren, die Wirtschaft endlich auch wieder zur Stärke bringen. Wir müssen auch unsere außenpolitische Rolle wieder stärker wahrnehmen. Das ist ihm und auch mir und der FDP insgesamt so wichtig, dass wir sagen, wir müssen auch bei der Frage der Koalitionsbildung Inhalte in den Vordergrund rücken. Es geht nicht darum, Farbenspiele zu betreiben. Also würden Sie es machen? Wir werden in Deutschland alles tun, damit wir unsere Inhalte politisch umsetzen können, weil das Land mehr Freiheit braucht und nicht weniger und weil das Land einen Linksruck nicht vertragen kann. Deswegen ist ganz klar, die FDP wird sich mit ihren Inhalten in Gespräche begeben. Wer mit uns über die Umsetzung unserer Inhalte sprechen möchte, ist uns ein angenehmer Gesprächspartner. Was nicht geht, ist, dass wir weiter nach links rücken, die Marktwirtschaft weiter einschränken. Wir haben nicht zu viel, sondern zu wenig Marktwirtschaft in Deutschland. Und wenn wir die Aufgaben bewältigen wollen, die vor uns liegen, dann müssen wir eine Kurskorrektur vornehmen. Also ich verstehe Sie so, dass Sie es machen würden. Nein, Sie können mich nicht auf bestimmte Koalitionen festlegen, sondern nur auf die Inhalte, für die wir stehen. Das haben wir auch 2017 bewiesen. Wir kuscheln nicht mit irgendwelchen Regierungen, nur weil es bequem ist, am Kabinettstisch zu sitzen, sondern es muss um Inhalte gehen. Und das wird sehr ernst genommen von uns und auch mit einer enormen Stringenz verbreitet. Bei der FDP weiß jeder, woran er ist. Okay. Die Frau Köckner sagt heute, sie will steuerlich entlasten. Herr Wissing, Herr Laschet ist angekommen. Sagt, lassen Sie uns Entlastung nicht nochmal das ganze Programm jetzt machen. Ist angekommen. Wir wollen Herrn Ulrich auch ein Zitat zeigen, und zwar eins von Sarah Wagenknecht. Die hat gesagt, indem wir uns von unseren früheren Wählern entfremdet haben, haben wir es der AfD leicht gemacht. Insofern sind wir für ihren Erfolg mitverantwortlich. Würden Sie es unterschreiben? Wenn ja, was ist schiefgelaufen bei Ihnen? Ich teile Kritik, die Sarah Wagenknecht in ihrem Buch veröffentlicht hat. Sage aber auch, die Veröffentlichung von diesem Buch kurz vor den Wahlen war vielleicht nicht so ganz so klug. Aber es ist richtig, dass wir in den letzten Jahren, zumindest mal in der Rhetorik nach außen, uns sehr stark für Minderheitenthemen stark gemacht haben. Und dass da, wo wir unsere Schwerpunkte haben, Arbeiten, Soziales, Steuerpolitik, Umverteilung, in der Friedenspolitik, das haben wir nicht deutlich genug nach außen getragen. Und da hat der Wähler vielleicht auch uns etwas anders wahrgenommen. Im Bundestag haben wir die soziale Frage immer wieder mit zig Anträgen bewiesen und haben jetzt auch im Wahlkampf, glaube ich, auch die richtige Rhetorik. Aber gestatten Sie mir zwei Sätze, weil CDU und SPD über die Linke redet. Und damit darf ja auch die Linke mal zu Wort kommen. Denn die Sache ist ja relativ übersichtlich. Die SPD kann am Schluss entweder mit den Grünen und mit uns oder mit der FDP. Und es ist so relativ eindeutig, dass das, was Olaf Scholz plakatiert,
höherer Mindestlohn, stabile Renten, bezahlbarer Wohnraum mit der FDP nie umzusetzen ist. Und Herr Hitschler, wenn Sie hier dann vehement sagen, mit den Linken wollen Sie nicht regieren, dann haben Sie schon das, was auf den Plakaten steht, schon wieder ad acta gelegt. Und das ist Wählertäuschung meines Erachtens, wenn Sie mit der FDP regieren wollen. Und ganz nebenbei, nach 20 Jahren Afghanistan-Desaster mit 10.000 unschuldigen Menschen müsste doch die SPD ihre Außenpolitik verändern und nicht wir als Linke. Wir haben immer gesagt, man kann den Terror nicht mit Krieg bekämpfen. Man kann auch einem anderen Staat nicht eine Demokratie aufzwingen. Und diese vielen unschuldigen Menschen haben Sie alle mit zu verantworten, aber nicht wir als Linke. Sie müssen Ihre Außenpolitik verändern, nicht wir. Wir sind da raus. Und deshalb haben Sie gegen die Evakuierungsmission aus Kabul gestimmt? Nein, gegen diese Evakuierung haben Sie im Juni gestimmt. Grüne, wie wir, haben im Juni bereits einen Antrag in den Bundestag eingebracht, wo CDU und SPD abgelehnt hat. Wir haben gesagt, wenn die Bundeswehr rausgeht, muss zuerst die betroffenen Hilfskräfte raus und es müssen auch die Botschaftsangehörige mit raus. Sie haben damals dagegen gestimmt, weil Sie Angst hatten, dass der ein oder andere Flüchtling auch mitkommt. Jetzt zu sagen, wir wären dran schuld, tut mir leid. Sie haben das zu verantworten und dieses Mandat, über das Sie reden, ist ja auch wieder voll und ganz gescheitert. Herr Ulrich, Herr Hitschler, wir müssen diese außenpolitische, allerdings spannende, aber jetzt ausufernde Diskussion leider abbrechen. Denn ein Zitat fehlt noch, Frau Rössner nämlich. Robert Habeck hat, als er zu ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gefragt wurde, gesagt, die Frage von Gleichberechtigung, von Emanzipation, also der Frauenkarte, ist ein und auch ein entscheidendes Kriterium gewesen. Aber es heißt ja nicht, dass nicht andere Qualitäten ebenso vorliegen. Frau Rössner, haben die Grünen eine historische Chance riskiert, weil Robert Habeck zugunsten einer Frau auf die Kanzlerkandidatur verzichtet hat? Nein, ganz und gar nicht. Annalena Baerbock ist eine fähige, ernsthafte, kompetente Politikerin und es war eine Entscheidung. Es können halt keine zwei Leute als Kanzlerkandidatin kandidieren und da musste eine Entscheidung gefällt werden. Wir sind als Grüne immer diejenigen gewesen, die gesagt haben, auch gerade in den Spitzenpositionen sollen Frauen abgebildet werden. Aber das war nicht die entscheidende Frage, sondern Annalena Baerbock hat viel in dem Bereich Klimaschutz bisher gemacht. Sie ist sehr engagiert, was die soziale Gerechtigkeit angeht, was die Situation von Familien, von Kindern angeht. Sie kämpft für eine Kindergrundsicherung. Das sind alles Themen, die wir als Grüne auch massiv nach vorne bringen wollen. Und insofern ist sie eine gute Kandidatin. Das war unsere Zitate-Runde. Und wir wollen jetzt auf ein Thema zu sprechen kommen, das sich durch diesen Wahlkampf durchzieht, das uns seit anderthalb Jahren nicht loslässt, die Corona-Krise. Jetzt ganz aktuell die vierte Welle. Wie kommen wir da durch? Die Impfquote stagniert. Wie will die Politik mehr Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen? Ein kleiner Stich, ein großer Streit. Es geht um die Frage, wie kann man die Impfquote so steigern, dass wir heil durch den Winter kommen? Politiker haben sich beim Thema Impfpflicht frühzeitig festgelegt. Ich halte nichts von Impfpflicht. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Allerdings gibt es auch namhafte Rechtswissenschaftler, die genau das fordern. Die Impfpflicht ist eine verhältnismäßige, erforderliche und auch angemessene Maßnahme. Und ich meine, dass nichts dagegen spricht, eine solche Impfpflicht einzuführen. Im aktuellen Politrend sagen 42% der befragten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, dass sie eine allgemeine Impfpflicht befürworten. Eine Impfpflicht nur für bestimmte Berufsgruppen wollen 26%. Und 30% lehnen eine Impfpflicht generell ab. Die Zahlen der Corona-Patienten auf den Intensivstationen nehmen wieder zu. Beim Streit um die Impfpflicht geht es letztlich um die Frage, werden die, die sich nicht impfen lassen wollen, zur Belastung für die Gesellschaft? Herr Münzenmaier, 85% der Covid-Patienten auf Intensivstationen sind nicht geimpft. 85%, andere Statistiken liegen sogar noch höher. Die Zahl belegt ja, dass das Impfen einen Effekt hat. Sie sagen ganz öffentlich, dass Sie sich nicht impfen lassen möchten, jedenfalls vorerst. Und es hat ja auch einen Effekt auf Wähler. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, das auch noch zu befeuern? Nee, ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Sie haben mich was gefragt im SWR, ob ich geimpft bin. Ich habe Ihnen eine ehrliche Antwort gegeben. Ich finde, das gehört sich so.
deswegen habe ich das gemacht und ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, denn das Impfen ist eine persönliche Entscheidung und weder Sie als SWR noch irgendein Politiker hat für jemand anderes zu entscheiden, ob der sich impfen lassen möchte. Das ist eine individuelle, persönliche Entscheidung, die man trifft. Es geht aber auch darum, solidarisch zu sein mit der Gesellschaft, solidarisch mit Kindern, die sich nicht impfen lassen können. Moment, jetzt muss ich auch sagen, also wir hatten damals, ich zitiere Helge Braun, der gesagt hat, wenn jeder ein Impfangebot hat, fallen sämtliche Maßnahmen, weil dann können ja die, die sich schützen lassen wollen, sich schützen. CDU-Politiker, nicht AfD. Ich teile aber in diesem Punkt seine Meinung, weil es so ist, im Moment kann jeder, der sich schützen lassen will, der kann sich schützen und eine Diskriminierung von Ungeimpften, das darf nicht passieren, das lehnen wir ab. Und deswegen sprechen wir uns ganz klar gegen eine direkte Impfpflicht aus, gegen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und auch gegen eine indirekte Impfpflicht, die man momentan versucht, durch die Hintertür einzuführen, zum Beispiel indem man Lohnfortzahlungen bei Quarantäne von Ungeimpften verhindert. Das geht so nicht und das lehnen wir ab. In unserem Beitrag hat ein renommierter Jurist klar gesagt, eine Impfpflicht sei verhältnismäßig und angemessen. Herr Hitschler, die SPD lehnt eine Impfpflicht ab. Warum eigentlich? Ich will erst vielleicht noch mal was zu Herrn Münzenmeier gerade sagen. Ich bin geimpft, Herr Münzenmeier, und ich bin das mit voller Überzeugung. Und ich kann die Menschen draußen im Land nur auffordern, lassen Sie sich impfen. Weil das ist der perfekte Ausweg aus dieser Pandemie. Das ist die Chance, wie wir rauskommen, wie wir den Normalzustand wieder herbeiführen können. Und am Ende ist das, Herr Becker, was Sie gesagt haben, natürlich komplett richtig. Es ist eine Frage auch der Solidarität. Ob wir die Möglichkeit nutzen, die es gibt, und die guten Impfstoffe, die in Deutschland zur Verfügung stehen. Übrigens, ein Unternehmen ganz in der Nähe von hier hat ja was hergestellt, was wirklich eine Revolution ist. Ich komme gleich dazu. Ich komme gleich dazu. Ich finde, dass wir erstmal alle Anstrengungen unternehmen müssen, den Menschen besser zu erklären, dass die Impfung hilft, dass sie eine Chance bietet, die Pandemie auch zu beenden und da zu überzeugen. Ich glaube, wir als Bundesregierung und als regierungstragende Fraktion haben noch nicht alles dazu beigetragen. Auch die Werbekampagnen haben bisher noch nicht so gut funktioniert. Ich finde, Herr Spahn könnte da tatsächlich noch ein klein wenig nachlegen und dafür sorgen, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Ich finde, dass das in Rheinland-Pfalz, Herr Becker, ziemlich gut funktioniert gerade. Man geht mit mobilen Impfangeboten raus, bietet den Menschen leicht zugängliche Impfungen an. Impfpflicht möchten Sie vorerst nicht, sondern anderes ausschöpfen. Frau Klöckner, an Sie eine ganz, ganz ähnliche Frage. 68% der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sagen im aktuellen SWR-Poli-Trend, wir können uns eine Impfpflicht vorstellen, zumindest für bestimmte Berufsgruppen. Also es ist ja schon so eine Bewegung, da fehlt Ihnen, fehlt der Politik, nicht Ihnen persönlich, der Mut, das jetzt auch mal anzugehen? Nein, es geht auch um politische Weitsicht, Herr Becker. Der Tag, an dem ich meine zweite Impfung bekommen habe, zwar der Tag, an dem ich dann dran war auch, laut Alter und Berufsgruppe etc., das war für mich ein besonderer Tag. Und ich war da auch dankbar der Bundeswehr, bei der ich geimpft worden bin, aber auch bei den Menschen, auch Medizinern, Forschern, allen, die das möglich gemacht haben. Und wir haben auch ein klares Versprechen gegeben, dass wir keine Impfpflicht in Deutschland einführen, weil, und das ist jetzt die politische Komponente, weil aus Spannung in einer Gesellschaft dann Spaltung werden kann. Aber ich werbe genauso wie Herr Hitschler dafür, lassen Sie sich impfen. Denn wir haben jetzt stärker eine Pandemie der Ungeimpften, wenn wir auf die Intensivstationen schauen. Und deshalb sage ich auch sehr klar, dass die geimpft sind, natürlich müssen die ihre kompletten Rechte haben. Also das will ich auch sehr klar sagen. Aber wir müssen vor allen Dingen letztendlich die Kinder und die Jugendlichen in den Blick nehmen. Denn das, was die erleiden mussten, wirklich in dieser Pandemie, ich glaube, das können wir überhaupt und nicht erfassen. Und Sie sagen, politisch ist die Impfpflicht nicht durchsetzbar? Frau Rössner, Ihre Kanzlerkandidatin hat öffentlich über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nachgedacht. Sollten wir auch über eine Impfpflicht für alle nachdenken? Auch an Sie die Frage. Wir sind ja gerade in einer Aktionswoche, in einer Impfaktionswoche des Bundesgesundheitsministeriums. Und erstmal, denke ich, müssen wir alles tun, um zu impfen. Und von uns aus müsste jetzt jede Woche eine Aktionswoche sein. Denn wir stellen fest, es gibt immer noch viel Unwissenheit, es gibt viel Bedenken, die Informationen sind nicht überall angekommen. Wir müssen zum Beispiel Sprachbarrieren überwinden. Ich habe neulich gehört an der Uni, dass viele Studierende, die aus dem Ausland hier sind, gar nicht wussten, dass sie sich weiter impfen lassen können. Und bevor wir eine Impfpflicht einführen, sollten wir alles tun, dass die Menschen sich impfen. Denn in der Tat hat jeder Mensch erstmal das Recht, sich nicht impfen zu lassen. Er hat aber nicht das Recht, dass Kinder beispielsweise darunter leiden und Einschränkungen hinnehmen müssen. Also Impfpflicht, Fragezeichen, brauchen wir eine, Herr Wissing? Die rheinland-pfälzische Landesregierung macht mit 2G+, so heißt
das System Druck auf Ungeimpfte. Die FDP sitzt mit in der Landesregierung und oft und auch eben schon mal fiel ja der Vorwurf Impfpflicht durch die Hintertür. Macht die FDP das mit, Impfpflicht durch die Hintertür? Nein, das wollen wir auch nicht. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz erfreulicherweise die Situation, dass wir keine Überlastung oder auch keine greifbare Überlastung unserer Intensivversorgung haben. Das ist eine Situation, über die wir sehr dankbar sein können. Wir sollten jetzt auch nicht Druck auf Menschen ausüben. Ich halte das Thema, was Frau Klöckner angesprochen hat, die Gefahr, dass man eine Gesellschaft spaltet, für ein sehr ernstzunehmendes Thema. Es ist bedauerlich, dass wir in Deutschland Menschen haben, die nicht überzeugbar sind von dieser Impfung. Ich habe das erlebt, überall in Deutschland trifft man auf Menschen, die größte Sorge haben, sich impfen zu lassen, die nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und sie werden massivste Widerstände sehen, wenn wir diese Leute jetzt gesetzlich zwingen. Ich mache mir allerdings auch Sorge, dass wir Impfdurchbrüche haben. Das heißt also Fälle, in denen Menschen geimpft sind und trotzdem an Covid-19 erkranken. In meinem Umfeld, meinem Bekanntenkreis, hat das in den letzten Tagen deutlich zugenommen. Deswegen sollten wir nicht jetzt hergehen und sollten die Gesellschaft spalten in Geimpfte und Ungeimpfte. Wir wissen gar nicht, wie lange uns die Impfung schützt. Wir brauchen deswegen so schnell wie möglich weitere Forschung auch in dem Bereich. Ich hoffe, dass wir diese Pandemie so weiter unter Kontrolle bekommen. Wir müssen denjenigen, die noch nicht geimpft sind, immer wieder und noch deutlicher sagen, dass es um ihren eigenen Schutz geht. Der Vorteil der Impfung ist ja, dass die Impfdurchbrüche nicht dazu führen, dass es zu diesen schweren Verläufen kommt. Aber was wir auch sehen, und das ist der Grund dieser 2G-Plus-Regelung, Herr Wissing, das Geimpfte, wir müssen einen Punkt machen an der Stelle. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Man könnte ja auch zum Impfen motivieren, indem man sagt, ab einer gewissen Impfquote, Herr Ulrich, da fallen alle Beschränkungen. Wenn eine gewisse Impfquote erreicht ist, wann wäre der Zeitpunkt für so einen auch Corona-Freedom-Day genannten Zeitpunkt? Ich halte von solchen Schlagworten nichts, weil sie bringen nichts. Wir werden die Pandemie auch nicht in Deutschland alleine bekämpfen. Wir können sie nur global bekämpfen. Wir stellen ja auch fest, nach Urlaubszeiten steigen die Raten an, auch in Deutschland. Und Herr Hitschler, wenn Sie sagen, es ist sozial, wenn man sich impft. Ich fände es sozialer, wenn man die Impfpatente endlich freigibt, damit auch Regionen wie Afrika oder andere auf der Welt endlich mehr impfen können. Denn das ist das Problem. Wir können in Deutschland noch so viel machen, wenn in anderen Regionen die Impfung nicht stattfinden kann, weil sie auch das Geld nicht dazu haben. Dann sind wir auf dem falschen Weg. Und Herr Wissing, Sie haben gesagt, Sie wollen nicht die Impfpflicht über die Hintertür. In Rheinland-Pfalz machen Sie es mit der FDP. Lohnfortzahlung, Quarantäne ist Impfpflicht über die Hintertür. Deshalb ist meines Erachtens so, ich bin jemand, der ist geimpft, ich werbe auch dafür, aber ich akzeptiere auch Menschen, und das ist nicht unsolidarisch, Herr Hitschler, wenn jemand sagt, ich möchte mich nicht impfen. Das sind auch teilweise Glaubensfragen, die damit zusammenhängen oder andere Dinge, und das müssen wir auch respektieren. Und Herr Wissing hat eben schon was Interessantes gesagt. Es steigen auch die Zahlen derer, die schon geimpft sind. Das heißt also, möglicherweise ist die Impfung alleine gar nicht das Entscheidende. Und deshalb glaube ich, Sicherheit ist maßvoll. Wir müssen mit den Menschen umgehen, die sich nicht impfen, müssen vielleicht sich weiterhin testen. Die 2G-Regelung, dass auch die Testungen nicht mehr ausreichend sind, um bei Kulturveranstaltungen teilzunehmen, halte ich völlig für inakzeptabel, weil das spaltet die Gesellschaft. Die Ansicht der Linken. 10 Minuten knappe haben wir noch für ein Thema, das wir uns noch vorgenommen haben. Etwas, das früher eine Selbstverständlichkeit war in Rheinland-Pfalz für junge Leute. Man ist angekommen im Beruf, man hat Familie gegründet, dann hat man ein Haus gekauft oder gebaut. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir sind die Familie Nuvoli und suchen für uns und unsere Kinder ein bezahlbares Zuhause hier in Trier. In ihrer 4-Zimmer-Wohnung haben die Nuvolis eigentlich schon viel Platz. Aber die Wohnung ist auch teuer. Rund 1.400 Euro Kaltmiete bezahlen sie jeden Monat. Geld, das sie viel lieber in eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus stecken würden. Aber 1.400 Euro kann man an Kredit jetzt, also ich bin kein Banker, aber man kann einen Kredit stemmen von, ich sage jetzt mal, maximal 350.000, 400.000 Euro. Und für das Geld findet man einfach nichts. Also findet man nichts, wo man einziehen kann und leben kann. Aber nicht nur, weil es wirtschaftlich sinnvoll wäre, wünscht sich Familie Nuvoli ein eigenes Haus, am liebsten mit Garten. Sondern auch, damit ihre Kinder draußen gefahrlos spielen können. Unten vor ihrer Haustür befindet sich eine Spielstraße. Eigentlich dürfen Autos hier nur Schrittgeschwindigkeit fahren, aber oft sind die viel zu schnell.
Ich könnte die jetzt niemals sicher runterschicken. Ich müsste immer dabei sein und habe einfach nicht die Möglichkeit, dass ich sie in den Garten schicke und dann nebenbei den Haushalt mache, was koche. Das heißt, ich muss immer unten sein und aufpassen, dass nichts passiert, ja. Patrizio und Isabel Nuvoli arbeiten beide als Angestellte, haben gute, ordentlich bezahlte Jobs. Davon legen sie auch Geld zurück. Aber um sich heutzutage in Trier ein Haus leisten zu können, muss man reich sein, sagen sie. Für ein rein Mittelhaus in Trier reichen selbst 600.000 Euro kaum noch aus. Deshalb fordert Familie Nuvoli von der Politik, bezahlbaren Wohnraum für die Mittelschicht zu schaffen. Ja, Frau Klöckner, Sie haben in Ihrem Programm eigentlich den perfekten Satz für die Familie Nuvoli. Der Wunsch nach einem Eigenheim soll schnell in Erfüllung gehen. Was hätte denn unsere Familie aus dem Beitrag davon? Absolut richtig. Also das ist ein Traum, ein Eigenheim zu haben. Ist auch eine Standortbekenntnis. Und für uns ist zum einen wichtig, dass wir Familien bei ihrem Ersterwerb von Wohnung oder Haus bei der Grundsteuer entlasten. Und es war unser Ansinnen auch, und das war auch gut, weil wir sehen, dass die Anträge auch sehr, sehr hoch sind, dass wir ein Baukindergeld zahlen. Wir müssen aber vor allen Dingen auch das Wohngeld mit anpassen. Und wir haben als CDU-geführte Bundesregierung jetzt etwa 1,3 Millionen Wohnungen gebaut und für den sozialen Wohnungsbau 5 Milliarden Euro gegeben. Das heißt, die Länder müssen dieses Geld auch nutzen und bauen, bauen, bauen. Und da wird ein Mietdeckel genau das Gegenteil bringen. Denn diejenigen, die investieren in neue Wohnungen und Wohnraum schaffen, die müssen wir unterstützen. Herr Wissing, mit der Bitte um knappe Antwort. Die FDP will auch bauen, 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 mehr bauen, mehr Flächen. Heißt das, die Neubaugebiete in Rheinland-Pfalz werden noch größer? Also vor allen Dingen müssen wir sehen, die Eigentumsquote in Deutschland ist zu niedrig. Wenn wir die Sozialversicherungsproblematik anschauen, die demografische Entwicklung, wir bräuchten mehr Eigentümerinnen und Eigentümer. Das geht nur, wenn man den Menschen den Zugang zum selbstgenutzten Familienheim erleichtert. Wir wollen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer schaffen und natürlich auch das Bauen weniger kostspielig machen, indem wir die Bauregeln vereinfachen. Frau Rössner, was sagen Sie der Familie Nuvoli? Wie kann sie ein Eigenheim finden? Wir wollen vor allen Dingen beenden, dass mit Boden spekuliert wird und dass die Preise nach oben treiben. Denn das sehen wir, dass es Investoren gibt, die Grundstücke haben, aber nicht bauen, weil sie darauf spekulieren, dass die Preise nach oben gehen. Deshalb brauchen wir ein Bodenmanagement. Wir wollen eine Gemeinnützigkeit fördern, nämlich Investoren, die tatsächlich dauerhaft günstige Wohnungen oder Häuser bauen, dass sie die Möglichkeit haben, Steuerersparnisse zu haben und Unterstützung vom Staat. Und wir wollen auch die Immobilien des Bundes den Kommunen günstig zur Verfügung stellen, wenn sie damit auch dauerhaft günstigen Wohnraum schaffen. Herr Hitschler, Wohnen, was will die SPD? Wir wollen vor allem auch dafür sorgen, dass es mehr Wohnungen gibt, weil die Frage, die die Familie gerade angesprochen hat, ist ja immer mehr eine soziale Frage. Übrigens nicht nur in Großstädten, sondern auch vermehrt im ländlichen Raum. Und ich glaube, der können wir nur entgegnen, wenn wir tatsächlich mehr Wohnraum und mehr Wohnungen zur Verfügung stellen. Wir wollen jedes Jahr 400.000 Wohnungen bauen. Davon 100.000 sozial gefördert, auch vom Staat. Und ich finde ausdrücklich, dass man die Länder nicht bei dieser Aufgabe allein lassen kann, auch nicht die Kommunen. Deshalb da auch als Bund agieren und dafür sorgen, dass dieses Wohnraumproblem, diese Herausforderung, die wir überall spüren, dass die gelöst wird. Gleichzeitig wollen wir mit einem Mietmoratorium dafür sorgen, dass auch in den Ballungszentren, also dort, wo die Mieten gerade exorbitant steigen, dass es eben nicht mehr so stark der Fall sein kann, weil auch die Leute, die jetzt gerade Wohnungen suchen, müssen die Möglichkeit haben, eine zu bekommen und nicht darauf zu warten, bis neu gebaut werden. Herr Münzenmaier, wie sieht die AfD das Thema Bauen und was will sie da wirklich machen? Erster Punkt, wir brauchen mehr Bauland, also es muss mehr gebaut werden. Und der zweite Punkt, den haben wir vorhin ganz kurz angesprochen, wir wollen, dass die Grunderwerbsteuer abgeschafft wird für Familien, die in ein Eigenheim ziehen, die quasi zum ersten Mal kaufen. Ich bin Finanzanlagenversicherungsfachmann, bei uns saßen viele Kunden am Tisch und eines der größten Probleme beim Hauskauf oder beim Wohnungskauf sind die Nebenkosten. Die Grunderwerbsteuer macht da den größten Batzen auf, den gäbe es mit uns nicht, sodass wir wieder zu einem Land der Eigenheimbesitzer werden würden. Herr Ulrich, im Programm der Linken fällt einem natürlich der Mietendeckel ein. Der träfe doch auch das Rentnerpaar, das irgendwie eine Eigentumswohnung vermietet. Warum ist Ihnen dieser bundesweite Mietendeckel so wichtig? Weil wir ja sehen, dass viele Ehepartner sich das nicht mehr leisten können, in einer Stadt zu wohnen. Wenn ein Polizist, der in Berlin seinen Dienst tut, in dieser eigenen Stadt nicht mehr wohnen kann, haben wir ein Problem. Rot-Rot-Grün hat in Berlin einen Mietendeckel beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt,
es ist verfassungswidrig, aber nicht, dass das nicht machbar ist, sondern es wäre eine Bundesangelegenheit. Ich stelle fest, Rot, Rot, Grün, alle drei Parteien wollen den Mietendeckel. Und was wir auch brauchen, ist natürlich den sozialen Wohnungsbaum, weil dort gehen jeden Tag immer noch Hunderte von Sozialwohnungen gehen weg und der muss wieder ausgebaut werden. Wir sagen als Linke, 230.000 Sozialwohnungen müssen jährlich gebaut werden. Und gerade in Rheinland-Pfalz müsste man auch mal schauen, wir haben in vielen Dörfern, wir haben ja über ländliche Regionen gesprochen, wir haben ja viele Leerstände. Auch da müsste man mal überlegen, wie Kommunen in die Lage versetzt werden, diese leeren Häuser und Wohnungen in Eigentum zu überführen, damit die vielleicht wieder in bezahlbaren Wohnraum umgewandelt werden kann. Gerade in Rheinland-Pfalz, in jedem Dorf finden Sie etliche Häuser, die leer stehen. Danke, Herr Ulrich, auch für Ihre Position, die Position der Linken zum Thema Wohnen und Mieten. Ja, wir sind überraschend schnell, es war sehr kurzweilig, am Ende unserer Diskussionsrunde angekommen. Vielen Dank für die spannenden Beiträge. Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht das ein oder andere mitnehmen konnten für Ihre Entscheidung, wo Sie denn am 26. September Ihr machen werden. Noch mehr Informationen zur Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz finden Sie bei uns im Internet auf swr.de. Da haben wir ein ganzes Paket für Sie geschnürt. Unter anderem sehen Sie da die Videoporträts all unserer Gäste von heute Abend. Ja, und wir laden Sie natürlich auch ganz herzlich ein, den Wahlabend mit uns im SWR-Fernsehen zu verbringen am Sonntag, den 26. September. Davor gibt es natürlich auch noch jede Menge Informationen zum Wahlkampf-Endspurt in unseren Nachrichtenausgaben, natürlich im Hörfunk oder auch im Internet, wie mein Kollege Sascha Becker gerade schon gesagt hat, oder auch in zur Sache nächste Woche schon am Mittwoch. So, und von uns beiden vielen Dank für Ihr Interesse heute Abend. Am Schluss war es ein bisschen hektisch. Jetzt kommt SWR aktuell und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.